Basketballspiel wird Ihnen präsentiert von Beko. Das ist unsere Stadt. Alba Berlin. Die O2-World ist unser Haus. Und außer uns ist hier niemand willkommen. Gegen die Fraport Skyliners. Und ein Monsterblock von Pat! Jetzt live. Die Hauptstadt, hier ist Berlin und hier, liebe Zuschauer, ist die O2-World und das Ganze natürlich alles jetzt live bei Sport 1. Dazu einen schönen guten Tag, herzlich willkommen aus der O2-World in Berlin zum Klassiker in der Beko Basketball Bundesliga, Alba Berlin am 9. Spieltag gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Freut uns, dass Sie dabei sind, Klassiker deshalb. Ist schon das 57. Duell heute und zwei Akteure, die diese Duelle sehr mitgeprägt haben, sind heute, ja nicht er hier übrigens, sind heute unsere Experten. Du hast mal frei, aber bleib einfach stehen. Pascal Roller ist einer davon, deutscher Meister mit Frankfurt. 11 Jahre hast du da gespielt. Erstmal schönen guten Abend, grüß. Hallo Sascha. Und natürlich ein ehemaliger Albatros, auch deshalb wird er vom Albatros betätschelt. Patrick Fehmerling, Rekordnationalspieler. 5 Jahre hast du hier auf dem Parkett erfolgreich die Körbe versenkt, dreimal deutscher Meister. Heute ist das ein Spiel der besten Offensive, Alba, gegen die beste Defensive Frankfurt. Was können wir erwarten, Patrick? Ich glaube, es wird schon ein hartes Spiel. Ich glaube, die Berliner stehen ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die müssen ein Erfolgserlebnis haben. Sie haben einige knappe Spiele gehabt in den letzten Wochen. Und da muss jetzt ein Sieg her. Du sprichst es an, dann können wir auch gleich direkt mal auf die Tabelle schauen, warum ein Sieg unbedingt her muss für Alba Berlin, liebe Zuschauer. Wir sehen natürlich auf der Tabelle nach 9 Spieltagen Ulm weiter vorne. Bamberg nach dem Sieg gegen die Bayern heute, knappes Ding, jetzt mit 7-1 Siegen auf Platz 2. Ja, und die Bayern erkennen wir auf dem 6. Aber Berlin ist aktuell Tabellenachter, hat allerdings nur 6 Spiele mit einer 4-2 Bilanz. Und auf der zweiten Seite, erst da sehen wir, dein ehemaliges Team, Pascal, die Frankfurter mit einer 3-5 Bilanz. Die haben heute einen schweren Stand, ist sehr laut hier, deshalb hoffe ich, dass du mich hörst. Sie haben einige angeschlagene, Peacock ist nicht dabei und Quantus Robertson, das Arbeitstier, ist ein bisschen angeschlagen. Was können wir von denen überhaupt heute erwarten gegen Alba? Ja, ich glaube, wir werden das sehen, was sie letztendlich auf Saison ausgezeichnet hat. Das heißt, sie werden kämpfen müssen. Sie müssen versuchen, den Rhythmus der Berliner relativ früh zu zerstören und einfach das Spiel nach ihrem Tempo bestimmen. Das ist schwer genug. Aber nur dann können sie es schaffen, wenn es eher ein Low-Scoring-Game wird, dass sie lange im Spiel bleiben und eventuell das Spiel auch offen halten. Wird sich das Spiel heute, Pascal, durch die tiefere Bank bei Berlin entscheiden? Das wird sicherlich ein Faktor werden, aber das meine ich, wenn Frankfurt es schaffen sollte, vielleicht durch eine wechselnde Verteidigung, mal eine Zone, mal eine Manndeckung, wirklich das Tempo ein bisschen rausnehmen. Dadurch kann man auch ein bisschen Kraft sparen. Aber sicherlich ist das so gesehen mit Berlin und der tieferen Bank noch der Vorteil auf der anderen Seite. Pascal, wir hören dich gleich am Kommentatorentisch an der Seite von Manfred Winter. Patrick ist nachher noch bei mir in der Pause. Wir reden nachher noch weiter. Vielen Dank. Und jetzt, liebe Zuschauer, schnaufen wir erstmal kurz durch, machen eine kurze Pause. Und wenn wir gleich zurück sind, haben Sie zuvor die Chance, was zu gewinnen. Und dann geht's los hier. Alba gegen Frankfurt. Bis gleich. Gewinnen Sie heute eines von drei NBA 2K13, das Basketballspiel des Jahres, mit der einzigartigen Kombination aus packender Action, mit vielen Superstars und Legenden und dem perfekten Soundtrack. Außerdem verlosen wir Ende Dezember eine PlayStation 3 inklusive NBA 2K13. Machen Sie mit und rufen Sie jetzt an unter der 01379 010099. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise sind deutlich teurer. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Wir wünschen viel Glück. Nein. Hä? Warte mal eben. Wozu hast du eigentlich so einen riesen Kleiderschrank? Du trägst doch sowieso immer dasselbe. Was für ein Kleiderschrank? Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Cause it's helping me. I love it cause it sets me free. I
love it, it makes me happy. It is cooking, it is freezing, and it's cleaning. Oh, oh, because. Check 24 präsentiert Max, der mit dem Autoversicherungsvergleich auf check24.de über 800 Euro gespart hat. Und jetzt fühlt er sich wie Magic Max. Über 4 Millionen zufriedene Kunden. 5-mal Testsieger. Fühl auch du dich. Check24 mit Deutschlands größtem Autoversicherungsvergleich. Check24, das Vergleichsportal. Jetzt noch mehr sparen mit Deutschlands günstigstem Online-Kredit auf check24.de. Kultiviert auf Augenhöhe, möglichst 1,80. Da gibt es so viele. Partnersuche? Nur bei Parship. Wer bis zum 30.11. zu Directline wechselt, spart bis zu 40%. 0800 230 3000 oder auf directline.de. Directline, versichern kann so einfach sein. Dynasty. As promised. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Herzlich willkommen in Berlin in der O2 World. Heute das Gastspiel der Fraport Skyliners hier in Berlin. Also Alba Berlin gegen die Fraport Skyliners ist unsere Partie. An meiner Seite ist eine Frankfurter Legende, Pascal Roller. Und damit darf ich dich auch hier am Kommentatorenplatz recht herzlich begrüßen. Es hat sich eine sehr interessante Szene zugespielt in der Kabine der Frankfurter. Vielleicht können wir uns die Bilder mal anschauen. Du hast ein Zwiegespräch gehalten mit Marius Nolte. Du hast ihm erklärt, wie denn ein neues Spielsystem der Frankfurter mit ihm am besten funktionieren sollte. Du hast ihm noch was erklärt, wie er springen soll, wie er den Dank am besten macht. Nee, letzteres muss ich verbessern. Also das erste war das System richtig und das zweite ist eine Aufnahme aus dem Training von ihm, die ich mal gemacht habe. Da kann man sehen, was er alles so drauf hat. Insofern, ich will das endlich mal im Spiel auch sehen. Tja, dann gucken wir uns das mal an. Servus. Ich habe das vorbereitet für heute. Mhm. Zwar einmal mit dem Coach auch abgesprochen. Coach Pervas. Special Play. Call Play Marius. Was soll ich machen? Also du dribbelst links, merkst, dass du links aber nicht kannst. Ja, kommst wieder auf rechts. Das heißt, sie werden kämpfen müssen. Sie müssen versuchen, den Rhythmus der Berliner relativ früh zu zerstören und einfach das Spiel nach ihrem Tempo bestimmen. Das ist schwer genug. Aber nur dann können sie es schaffen, wenn es eher ein Low-Scoring-Game wird, dass sie lange im Spiel bleiben und eventuell das Spiel auch offen halten. Wird sich das Spiel heute, Pascal, durch die tiefere Bank bei Berlin entscheiden? Das wird sicherlich ein Faktor werden, aber das meine ich, wenn Frankfurt es schaffen sollte, vielleicht durch eine wechselnde Verteidigung, meine Zone, meine Manndeckung, wirklich das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Dadurch kann man auch ein bisschen Kraft sparen. Aber sicherlich ist das so gesehen mit Berlin und der tieferen Bank noch der Vorteil auf der anderen Seite. Pascal, wir hören dich gleich am Kommentatorentisch an der Seite von Manfred Winter. Patrick ist nachher noch bei mir in der Pause. Wir reden nachher noch weiter. Vielen Dank. Und jetzt, liebe Zuschauer, schnaufen wir erstmal kurz durch, machen eine kurze Pause. Und wenn wir gleich zurück sind, haben Sie zuvor die Chance, was zu gewinnen. Und dann geht's los hier. Alba gegen Frankfurt. Bis gleich. Gewinnen Sie heute eines von drei NBA 2K13, das Basketballspiel des Jahres mit der einzigartigen Kombination aus packender Action mit vielen Superstars und Legenden und dem perfekten Soundtrack. Außerdem verlosen wir Ende Dezember eine PlayStation 3 inklusive NBA 2K13. Machen Sie mit und rufen Sie jetzt an unter der 01379 010099. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise sind deutlich teurer. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Wir wünschen viel Glück. Nein. Hä? Warte mal. Wozu hast du eigentlich so einen riesen Kleiderschrank? Du trägst doch sowieso immer dasselbe. Was für ein Kleiderschrank? Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Du bist die Sonne. I love it 'cause it's helping me. I love it 'cause it sets me free.
I love it, it makes me happy. It is cooking. Check24 präsentiert Max, der mit dem Autoversicherungsvergleich auf check24.de über 800 Euro gespart hat. Und jetzt fühlt er sich wie Magic Max. Über 4 Millionen zufriedene Kunden. Fünfmal Testsieger. Fühl auch du dich. Check24 mit Deutschlands größtem Autoversicherungsvergleich. Check24, das Vergleichsportal. Jetzt noch mehr sparen mit Deutschlands günstigstem Online-Kredit auf check24.de. Kultiviert auf Augenhöhe möglichst 1,80. Da gibt es so viele. Partnersuche? Nur bei Parship. Wer bis zum 30.11. zu Direct Line wechselt, spart bis zu 40%. 0800 230 3000 oder auf directline.de. Direct Line, versichern kann so einfach sein. Dynasty. As promised. We know what you want. You want it all, and we're gonna give it to you. NBA 2K13. Herzlich willkommen in Berlin in der O2 Worlds. Heute das Gastspiel der Fraport Skyliners hier in Berlin. Also Alba Berlin gegen die Fraport Skyliners ist unsere Partie. An meiner Seite ist eine Frankfurter Legende, Pascal Roller. Und damit darf ich dich auch hier am Kommentatorenplatz recht herzlich begrüßen. Es hat sich eine sehr interessante Szene zugespielt in der Kabine der Frankfurter. Vielleicht können wir uns die Bilder mal anschauen. Du hast ein Zwiegespräch gehalten mit Marius Nolte. Du hast ihm erklärt, wie denn ein neues Spielsystem der Frankfurter mit ihm am besten funktionieren sollte. Du hast ihm noch was erklärt, wie er springen soll, wie er den Dank am besten macht. Nee, letzteres muss ich verbessern. Also das erste war das System richtig und das zweite ist eine Aufnahme aus dem Training von ihm, die ich mal gemacht habe. Da kann man sehen, was er alles so drauf hat. Insofern, ich will das endlich mal im Spiel auch sehen. Tja, dann gucken wir uns das mal an. Servus. Ich habe das vorbereitet für heute. Zwar einmal mit dem Coach auch abgesprochen. Coach Pervas. Special Play. Call Play Marius. Was soll ich machen? Also du dribbelst links, merkst, dass du links aber nicht kannst, ja, kommst wieder auf rechts, machst sie dann rein. Warte, warum kann ich links nicht stehen, der Verteidiger, meinst du, weil meine linke Hand so... Nee, ich bin Verteidiger, hast schon Verteidiger, hast du stehen lassen. Verteidiger ist weg. So, und dann hast du so verrückte Sachen, ja, wie, damals. Wie damals im Training, als ich das Foto gemacht habe. Hier, ich habe das Foto dabei heute. Den Abschluss, den will ich dann... Mein sehen. Standarddank, ne, mit zwei Bällen im Spiel. Genau. Alles klar. Ja? Komm, ich lasse dir das hier für deinen Sprint. Schön für das Spiel. Danke dir. Ja, schön wäre es, wenn der Kollege Nolte so hoch fliegen könnte. Kann er nicht ganz. Er ist eher ein Kämpfer, aber er steht in der ersten Fünf der Fraport Skyliners heute an der Seite von Jonathan Jones, Ted Scott, das ist der Topscorer, Quantes Robertson, der Überflieger, Danilo Bartel und angesprochen Marius Nolte, der Centerspieler aus Paderborn, gecoacht wird die Mannschaft im zweiten Jahr von Mulika Zurin, der auch einstmal hier in Berlin aktiv war, hat die Mannschaft zur Vizemeisterschaft 2011 geführt. So, und dann wollen wir mal ganz kurz auf die Berliner schauen, wie die heute anfangen. Da geht's los mit Dashaun Woods, Vule Abdalovic, Zach Morley, Dion Thompson, Yassin Ebihi. Das ist also die erste Fünf der Mannschaft, die hier in Gelb spielt. Die Albatrosse, die hier gleich punkten durch Zach Morley. Frühe Führung für die Hauptstädter durch den Mann mit der Nummer 44, durch Zach Morley. Ja, das haben uns die Trainer der Berliner vor dem Spiel mit auf den Weg gegeben. Die wissen natürlich auch, die Frankfurter treten hier leicht dezimiert in der O2-World an. Von daher gesehen wird man gerade versuchen, in den ersten Minuten die Frankfurter hier massivst unter Druck zu setzen. Yassin Ebihi, Mann-Mann-Verteidigung bei den Frankfurtern. Vule Abdalovic, Dion Thompson, das ist der Topscorer der Berliner, der Mann mit der Nummer 9. Abdalovic. Auf Thompson, Ball läuft gut bei den Berlinern. Zwei Würfe, zwei Treffer. Perfekter Auftakt für die Berliner und für deine Ex-Mannschaft. Sieht das
nicht so gut aus. Ja, schönes Penetration von Tess, aber keine Frage. Also man kann ja dieses unter Druck setzen in beide Richtungen interpretieren. Und Berlin soll das auch wirklich so versuchen, nicht zwingend defensiv, sondern auch offensiv, das Frankfurter Team unter Druck zu setzen. Weil wenn Frankfurt frühen Foulprobleme noch dazukommen sollte, dann haben sie ja, immense Probleme. Insofern machen sie das sehr gut. Sie sind sehr gut gestartet, auch mit den beiden Treffern. Das ist der Topscorer, der Frankfurter, der gerade diesen Wurfversuch unternommen hat, Ted Scott. Berlin kommt ins Laufen, Dion Thompson trifft nicht. Zach Morley ist zur Stelle, aber das hätte er sich schenken können, denn während der Wurfaktion von Dion Thompson gab es das Foul. Also heißt zwei Freiwürfe für die Nummer 9 in Gelb für Dion Thompson. Jetzt muss man natürlich aus Frankfurter Sicht sehen, so toll dieser offensive Rhythmus der Berliner in den ersten drei Angriffen jetzt war, desto schlimmer oder so schlimm ist er letztendlich für Frankfurt. Also sie müssen ganz dringend schauen, dass sie das unterbinden. Also auch mal zulasten eines Fouls, aber wirklich schauen, dass Berlin auch für seine Körbe härter arbeiten muss. So, letztes Jahr noch in Slowenien unterwegs. Dion Thompson hat gespielt an der legendären Universität von North Carolina. Warum legendär? Dort hat Michael Jordan eins gespielt. Er ist Meister mit der Uni geworden und das ist in den USA eine ganz große Geschichte. Jetzt ist er hier in Berlin angekommen bei Alba. Für ihn der nächste Schritt auf seiner Karriereleiter. 6-0, die Führung für die Gastgeber. So, wann sehen wir die ersten Punkte der Gäste aus Manhattan? Der nächste Versuch von Ted Scott, vom Topscorer der Frankfurter. Guter Einsatz vom Point Guard von Nummer 13. Von Jonathan Jones. Verteidigt vom ehemaligen Frankfurter, von Dashaun Wood. Der allerdings mittlerweile schon in seiner zweiten Saison hier in Berlin. Also Ted Scott für mich eine sehr sinnvolle Verpflichtung, die die Frankfurter nachträglich noch getätigt haben. Weil das Team ganz offensichtlich auch einen Leader im Scoring braucht. Und Ted Scott ganz offensichtlich ist jemand, der viele Würfe nimmt. Jetzt auch schon direkt die ersten zwei und auch früh seinen Rhythmus finden muss. So, Danilo Bartel mit den ersten Punkten für die Fraport Skyliners. Ein erfolgreicher Dreier, verkürzt aus Sicht der Gäste auf 3-6. Auch das typisch, die Spielweise der Frankfurter. Wenn sie vorne einen Punkt machen, dann spielen sie diese Verteidigung übers komplette Spielfeld. Ja, ganz richtig. Also es ist wichtig für Frankfurt heute, wie ich angedeutet habe, den Rhythmus der Berliner zu durchbrechen und eine Fullcourt-Presse, eine über das ganze Feld aufgezogene Mann-Mann-Presse mit Doppeln, sogar mit Marius Nolte kam dazu, ist natürlich... Ja, kostet viel Kraft auch, die zu brechen. Dashaun Wood, der Ex-Frankfurter. Gegen zwei, gegen drei, er macht die Punkte trotzdem. Ist überraschend. Die Frankfurter gehören mit zu den besten Verteidigungsteams in der BeKo-Basketball-Bundesliga. Ja, aber weil sie vor allem den Tempo, das Tempo kontrollieren. Danilo Bartel, kein Foul. Korrekte Abwehr von Yassine Bihi, sagt der Unparteiische, der direkt an der Grundlinie daneben stand. 8-3 die Führung für Alba Berlin. Bule Abdalovic. Yassine Bihi, vorher das Foul von Marius Nolte, vom Mannschaftskapitän der Frankfurter, der normalerweise nicht in der ersten Fünf steht. Der Frankfurter kommt normalerweise von der Bank, aber heute in die Startfünf reingerutscht, weil Zachary Peacock verletzt ist. Nolte spielt nicht allzu viel als Mannschaftskapitän. Könnte eigentlich ein bisschen mehr zur Mannschaftsleistung beitragen, oder? Ja, man hat gerade schon gesehen, auch direkt nach seinem Foul. Er hält die Mannschaft sehr stark zusammen. Und das tut er auf dem Feld oder tut er auch von der Bank aus. Also er kommuniziert unheimlich viel. Er ist einer der erfahrensten Spieler in der Mannschaft. Und genau das gibt er der Mannschaft. Und das ist auch sehr wichtig, dass er ein Team so einen Leader hat. So, letzte Punkte der Partie gingen aufs Konto des Ex-Frankfurters Dashaun Wood. Das ist die Antwort vom Topscorer der Fraport Skyliners, von Ted Scott. Dazu noch das Foul von Wule Abdalovic. Ein Bonusfreiwurf kommt für den fleißigsten Punktesammler der Frankfurter noch dazu. Es gibt reichlich Neuzugänge bei den Frankfurtern. Insgesamt sind es 8. Da ist natürlich auch immer sehr viel Geduld gefragt. Absolut. Und es ist so, dass... Das weiß ich einfach noch aus meiner Zeit in Frankfurt auch, sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass die Spieler menschlich auch ins System passen letztendlich. Was das begünstigt natürlich, wenn man wieder einen Umbruch hat, aber eine Mannschaft sich gut versteht und zusammenhält und zusammenkämpft, auch einfach letztendlich über einen guten Teamzusammenhalt mal ein bisschen was kaschieren kann. Auch gerade in der Anfangsphase, bevor sich so eine Mannschaft komplett wieder gefunden hat. So, und jetzt sehen wir wieder diese Ganzfeldpresse, praktiziert von der Mannschaft in Blau, von den Fraport Skyliners. David Gibson, der war mit der 31 jetzt auf dem Spielfeld. Für die Gäste also auch Johannes Vogtmann, der gerade dieses Foul begeht. 20 Jahre jung, 2 Meter und 11 groß. Sein erstes Jahr in Manhattan.
Ja, sie haben ganz offensichtlich ein bisschen Probleme beim Pick and Roll, also beim Block und Abrollen bisher die Frankfurter. Sie, oder beziehungsweise die Berliner schaffen es jedes Mal daraus, einen sehr guten Pass zu spielen oder mit einem zweiten Pass letztendlich dann offenen Wurf zu finden. Das heißt, die Frankfurter müssen da überlegen, ob sie entweder aggressiver an den Ball führenden Spieler rangehen oder ob sie wirklich ganz extrem versuchen abzusinken und vielleicht dann mal lieber den Distanzwurf zulassen. So, zwei Freiwürfe für Dion Thompson. Das ist für die Berliner in der Euroleague, wo die Hauptstädter ja auch vertreten sind, als auch in der BeCo Basketball Bundesliga der Topscorer seiner Mannschaft. In der nationalen Liga sind es 15,5 Punkte pro Partie. Sie nennen ihn Smooth, also übersetzt geschmeidig. Oh, gibt zu, ja, oder? Hat was. Also er finde ich tolle Bewegung unterm Korb. Er wirft sehr hochprozentig, hat ein sehr gutes Ballgefühl. Erinnert mich so ein bisschen an Chris Williams aus meinen damaligen Frankfurter Zeiten, der aber noch ein bisschen, ein Stück kleiner, ein bisschen mobiler war. So, Dion Dowell jetzt im Spiel für die Frankfurter, der Mann mit der Nummer 12. Prima abgelegt. Auf den Youngster, auf Vogt, Mann. Und dann der Ballverlust. Da lässt sich immer so schön und so leicht sagen, ah, den muss er doch versuchen zu stoppen. Aber das wird er noch lernen. Also mit diesem Körperkontakt, der ihm da entgegenkommt, ob er ihn jetzt reinhaut, Dunking macht oder nicht, aber damit besser umzugehen. 2,11 Meter groß. Yassin Idihi aus der Mitteldistanz. Ich glaube, für seinen Wurf kriegt er sicherlich keinen Schönheitspreis. Aber das Entscheidende ist ja, das Ding ist drin. Absolut. Aber man hat es schön gesehen. Also ganz toll gespielt von Adalovic, dass er das Two-Man-Game, also 2 gegen 2, wird isoliert auf einer Seite gespielt, weil er gesehen hat, die Frankfurter haben Probleme bei der Block- und Abrollsituation defensiv. 14:6 die Führung für die Berliner. Dion Dowell, exzellenter Distanzschütze, deswegen stehen sie ihm auf den Füßen. Und dann hat Platz zum Korb zu gehen, wird bei der Aktion gefoult und das gibt dann 2 Freiwürfe für den Mann mit der Nummer 12 in Reihen der Frankfurter, letztes Jahr noch aktiv in Israel. So, Vogtmann bekommt wieder eine Pause. Für ihn kommt Marius Nolte wieder zurück. An der Linie Dion Dowell, sehr vielseitiger Spieler, exzellenter Schütze von der Dreierlinie, fast 50%. Ist richtig gut, 61% aus dem Feld. Also das sind alles Zahlen, die für den Herrn mit der Nummer 12 in Blau sprechen. Ja, er hat etwas gebraucht, um in die Saison zu kommen, hatte seine Rolle nicht innerhalb der Mannschaft gefunden. Und ich glaube auch unter Katsurin, der generell die Spieler auch eher machen lässt, ist es für jemanden, der wahrscheinlich klare Vorgaben gewöhnt ist, auch nicht ganz einfach. Aber mittlerweile hat er eine sehr gute Rolle, und zwar die als Schützen. Du hast es angesprochen, seine Werte, seine Wurfquoten sind exzellent. So, und jetzt haben wir bei den Berlinern, wie ich finde, einen sehr interessanten Spieler auf dem Parkett. Der Mann mit der 14, Nihat Djedovic. Gerade mal 22 Jahre jung, aber eines der größten europäischen Talente, wie es heißt. Tolles Zusammenspiel zwischen Schafazik und Yassin Idihi. Prima Co-Produktion zwischen den beiden Nationalspielern. So, Foul von Djedovic, dem Bosnier im Team der Berliner. Da hat ursprünglich mal einen 5-Jahres-Vertrag beim FC Barcelona unterschrieben, ist dann aber quasi Jahr für Jahr immer ausgeliehen worden. Letztes Jahr war er noch in Istanbul bei Galatasaray unter Vertrag. Jetzt hat man sich seine Dienste hier in Berlin gesichert. Sascha Obradovic sagt, ein Spieler mit NBA-Potenzial. Also ich finde, dass er auch unheimlich clever Entscheidungen trifft. Also das ist mir aufgefallen direkt das erste Mal, als ich ihn gesehen habe. Und ja, das spricht letztendlich dafür, dass da, wenn der Trainingsweis auch stimmt, dass tendenziell jedes Jahr ein Stück weiter nach oben geht. So, Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn. Ich glaube, der Ibi hat den Ball vorhin mit dem Fuß gestoppt. Hast du das gesehen? Aber ich glaube, es ist nicht aufgefallen. Macht nichts. Aber aus dem Ballgewinn können sie nichts machen. So, jetzt wird viel gewechselt. Das haben die Trainer der Berliner schon angedeutet, weil man natürlich weiß, durch die verkürzte Rotation bei den Frankfurtern verletzungsbedingt hat man natürlich da einen riesengroßen Vorteil. Das ist ein Riesenarsenal von Spielern, mit denen Berlin hier aufwarten kann. Ja, und Djedovic bekommt schon wieder eine Pause. Ich glaube, das gehört auch zu seinem Entwicklungsprozess dazu. Oder wir haben gesagt, er ist jung, er ist talentiert. Aber wenn dem Obradovic irgendwas nicht passt, dann nimmt er den auch schnell mal wieder runter. Ja, zumal es, glaube ich, sein zweites Foul schon war. Also auch da aus Coaches Sicht einfach natürlich die Überlegung, ich brauche den hinten raus noch. Auf der anderen Seite ist ganz klar, also Obradovic erzieht sicherlich auch seine Spieler ein Stück weit dadurch, dass er sie, in Anführungszeichen bestraft, indem er sie auch rausnimmt, weil er einfach die Möglichkeiten hat. Du hast es angesprochen. Also in Frankfurt ist das so uneingeschränkt nicht möglich, weil man so einen Robertson letztendlich auf dem Spielfeld braucht und die da nicht erzielen kann, indem er ihn mal 1-2 Minuten runternimmt.
So, jetzt wieder Zonenverteidigung bei den Frankfurtern. Auch das passt natürlich in dieses Konzept der kürzeren Rotation. Kann man ja schon mal, man darf es nicht laut sagen, ein bisschen Energie sparen. Fehlversuch von Medeiros, dem Spanier im Team der Berliner. Devin Gibson jetzt im Spielaufbau bei den Gästen aus Frankfurt, verteidigt von Dashaun Woods. Ja, gut gespielt. Robertson will den Dreier nicht. Er will 1 gegen 1 gehen und tritt dabei auf die Seitenauslinie. Ja, hat er besser mal den Wurf genommen, oder? Hat er ihn genommen, ja. Gerade bei Tess, also wenn er mal ein, zwei trifft am Anfang, dann hat er auch, also er hat einen technisch sehr sauberen Wurf, aber dann hat er auch das Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist das, was ihn so ein bisschen daran hindert, ein konstant guter Schütze zu sein. Und sie spielen eine sehr eigenartige Art von Zone, in Anführungszeichen, wobei sie jetzt in eine Manndeckung übergegangen sind. Schafazik, der Dreier. Tja, viele fragen sich natürlich in diesem Land, ist er Deutschlands bester Aufbauspieler? Auch Sie können sich daran natürlich beteiligen unter www.facebook.com/bekobbl. Wer ist der deutsche beste Aufbauspieler? Tja, es gibt wohl kaum einen kompetenteren, der das besser beurteilen kann als du. Heike Schafazik, für dich die Nummer 1. Ich sehe Per Günther, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Entwicklung vielleicht ein Stück sogar vor Schafazik, weil ich Schafazik mehr eine Stärke noch auf der Shooting Guard Position, wie man so schön sagt, also den kleinen Flügel zugestehen würde auch. Ja, Dion Dow, wir haben es angesprochen, exzellentes Händchen aus dem Dreierland, ein erfolgreicher Drei-Punkte-Wurf von der Nummer 12, verkürzt auf 12-19 aus Sicht der Frankfurter. Zach Morley, das ist natürlich etwas zu leicht, aber prima gesehen bei den Berlinern. Bulov Dalovic, der Pass über knapp 10 Metern auf Zach Morley. Ja, das wird Muli Kazuri nicht besonders glücklich stimmen, wenn er solche riesen Lücken in seiner Verteidigung auftaucht. Fehlpass von Robertson. Frankfurt spielt eigentlich gar nicht so schlecht. Natürlich mit der Ausnahme, sie lassen 2, 3 leichte oder viel zu leichte Sachen, die sie schon zugelassen haben. Das gehört natürlich zu ihrem Spiel irgendwo auch dazu und deshalb lässt sich das so nicht entschuldigen. Aber wenn man diese kleinen Fehler rausnimmt oder jetzt, gut, das war ein Missverständnis zum Schluss, aber dann wäre es ein wesentlich engeres Spiel aus Frankfurter Sicht. Also insofern muss man schon sagen, sie spielen, wenn ich es mal so formulieren darf, ein Stück weit an ihrem Limit. Ich hoffe, dass sie über den Kampf es weiter eng halten können. Ja, und sie versuchen das mit wechselnden Verteidigungen. Vorhin haben wir diese etwas, wie du sagst, merkwürdig aussehende Zonenverteidigung gesehen. Das sah für mich nach so einer sogenannten Matchup-Zone aus. Jetzt wieder Mann-Mann-Verteidigung. Funktioniert. Ballgewinn Dowell und Assist Dowell. Quantes Robertson. Ja, Berlin ganz offensichtlich vor Probleme durch diese wechselnde Verteidigung. Und man ist natürlich verleitet als Offensivmannschaft, erstmal den Ball auch laufen zu lassen gegen eine Zone. Und dadurch wird das Spiel, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, langsamer. Und das geht zugunsten der Frankfurter. Heiko Schafazik. Der Rebound von Robertson. Sicherlich einer der besten Athleten in der Beko Basketball Bundesliga. Quantes Robertson. Konstantin Klein, der Mann mit der Nummer 7, gebürtige Berliner, in seinem ersten Jahr bei den Frankfurtern. So, jetzt wird es langsam Zeit. 4 Sekunden noch auf der 24 Sekunden nur. Devin Gibson. Abgelegt auf Marius Nolte. Perfekter kann man es nicht spielen. Ja, schön gespielt. Also Konstantin Klein hat den Ball ein bisschen lang gehalten. Er muss, glaube ich, eine bessere Entscheidung treffen, wo er mit dem Dribbling hin will. Aber sonst lassen sie den Ball gut laufen. Und ich hatte es angesprochen, sie haben eine gute Teamchemie. Also sie spielen füreinander, sie spielen miteinander. Und das sieht dann sehr ansehnlich aus, wie wir gerade eben gesehen. Ja, und sie kämpfen und sie ackern in der Defensive. Heiko Schafazik, Zach Morley, Leon Thompson, der Topscorer der Berliner. Geht er 1 gegen 1. Ja, sehr schön verteidigt, also gut geswitcht, ein bisschen aus der Not herausgeboren, aber Konstantin Kleiner und Größeren und das macht es für Thompson sehr schwer und unangenehm. 1:54 noch zu spielen im ersten Viertel. Alba führt gegen Frankfurt 21:16. Kleine Pause, gleich sind wir wieder hier in der O2 Worlds in der Hauptstadt. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Yippee, yippee, yippee.
Dieses Basketballspiel wird Ihnen präsentiert von Beko. 21:16 führt Alba Berlin gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt. 1:54 sind noch zu spielen. Sascha Obradovic und sein Trainerteam hat es vor dieser Partie angekündigt. Aufgrund der verkürzten Rotation bei den Frankfurtern verletzungsbedingt will man die Gäste heute vermehrt unter Druck setzen. Pascal, das muss sich nicht unbedingt im ersten Viertel auszahlen, vielleicht auch noch im zweiten, aber im Sinne von der Zahn der Zeit nagt dann am Gegner, oder? Ja, absolut. Also ganz klassisch ist es nicht, dass man direkt am Anfang das Spiel gewinnt. Das wird auch jeder Trainer sagen. Also man weder gewinnt man es noch verliert man es letztendlich in den ersten 5 Minuten. So, viel Versuch von Dion Daul. Vom Ballbesitz für Alba Berlin. Albert Medaillas, Zach Morley. Ja, der kann von da aus durchaus werfen, der Mann mit der Nummer 44. Aber sie suchen den größten Vorteil am Korb. Jetzt wird es Zeit. 2 Sekunden auf der 24 Sekunden nur. Zach Morley auf Dashaun Woods. Da haben sie versucht, den Ball in den Korb zu tragen. Das funktioniert nicht. Also Frankfurter gefahren sehr gut in der 1 gegen 1 Verteidigung. Also sobald der Ball auch unter den Korb kommt, auch Marius Leute gerade eben hat, ist toll von der Positionierung her zwischen Mann und Korb geblieben. Also insofern, das machen sie sehr ordentlich. Marius Leute, Foulspiel. Ja, das ist die typische Spielweise von Marius Nolte. Wir würden es im Fußball sagen, kein Filigrantechniker. Er ist ein Arbeiter. Ja, also dadurch definiert er sich, aber dadurch gibt er der Mannschaft auch so unheimlich viel an Vorbildfunktion. Letztendlich fängt es sind, kaum Überflieger, glaube ich, in der Liga, die ohne Fleiß auf dem Feld bestehen können. Und ja, Marius macht es vor, wie es einfach geht, mit vielleicht nicht den schönsten und rundesten Bewegungen, aber trotzdem sehr effektiv zu spielen. Ja, ein wunderbares Beispiel dafür, dass man auch durch harte Arbeit durchaus eine Rolle in der Basketball-Bundesliga finden kann. Ja, und es ist ja schön, dass es wieder deutsche Spieler gibt, die solche Rollen haben. Ich glaube, das ist wichtig auch für den Nachwuchs zu sehen, dass man als sehr guter Rollenspieler letztendlich auch in der Liga eine Chance hat. Es sind natürlich die Nationalspieler, die scheinen, so wie Heiko Schafazik hier am Ball, die ganz tolle Sachen machen können, aber es sind vor allem die Spieler wie Marius Nolte, glaube ich, die Nachwuchsspieler noch zeigen, okay, es geht auch anders. So, letzte Minute des ersten Viertels ist angebrochen. Alba in Ballbesitz, Fehlversuch von Dion Thompson. Zach Morley legt ab auf Dashaun Wood. Zu lang, Ballbesitz, Alba. So, und das kostet natürlich viel, viel Kraft in der Defensive der Frankfurter. Nächste Chance für die Berliner. Medaillas, das ist zu weit für ihn. Ihn suchen sie, den Topscorer Dion Thompson. Das ist ganz interessant zu beobachten. Die Berliner wissen natürlich auch durch den Ausfall von Peacock, dass die Frankfurter ein bisschen dünner besetzt sind unterm Korb. Deswegen geht dieser Ball immer wieder unter den Korb, um die langen Leute der Frankfurter da in Foulprobleme zu bringen. Richtig, wir haben noch relativ wenig Würfe von außen gesehen, wo Versuche allein von Berlin. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich das noch ein bisschen ändern wird. So, das ist Rückspiel. Da hatten die Berliner den Ball schon im Feld der Frankfurter. Dann spielen sie den Ball zurück ins eigene Feld und das ist Rückspiel. Und heißt eine Seite für die Gäste. So, nochmal das Wechsel. Der Topscorer, der Frankfurter, kommt wieder zurück mit Ted Scott. Ersetzt Konstantin Klein. Devin Gibson. Verteidigt von Dashaun Woods. Mann-Mann-Verteidigung bei den Albatrossen. Gibson. So, Scott wird gedoppelt. Ballverlust Frankfurt. Das ist gut verteidigt von den Albatrossen. Und jetzt können sie die letzten verbleibenden gut 14 Sekunden nutzen, um noch einen einigermaßen guten Wurf zu bekommen. Und ich tippe mal ganz stark darauf, dass es wieder über die langen Leute bei den Berlinern geht. Über Thompson, Morley oder Medaillas. Das wird wahrscheinlich ein High Pick and Roll geben, könnte ich mir vorstellen. Doch nicht. Thompson hätte ich gedacht, zum Pick and Roll kommt. So, Schafazik mit einem schwierigen Wurf. Im Rückwärtsfallen versucht der Nationalspieler. Klappt nicht. Ende erstes Viertel. Alba führt gegen Frankfurt 21:16. Bis gleich. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. It's happening. I love it 'cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is.
Deine Welt war so leer. Du hast mich, ja nur mich. Ich so geht Sparen heute. Postbank Gold sparen. Bis zu 1,25% Zinsen und bis zu 4% Goldbonus. Unterm Strich zähle ich. Bei der Postbank. Ich bin einfach gern beim Testsieger. Partnersuche? Nur bei Parship. Auch wenn es die Konkurrenz nicht hören will. Auf transparo.de können Sie Kfz-Versicherungen vergleichen und jetzt mit dem Testsieger bis zu 850 Euro sparen. Jetzt wechseln und von exklusiven Top-Angeboten profitieren. Transparo. Vergleichen ist gut. Transparo ist besser. Dynasty. Dynasty. As promised. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Wer bis zum 30.11. zu Direct Line wechselt, spart. Bis zu 40%. 0800 230 3000 oder auf directline.de. Direct Line, versichern kann so einfach sein. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Zurück in der O2 World in Berlin. Die Gastgeber Alba Berlin, das Team in Gelb, führt gegen die Blauen, gegen die Fraport Skyliners mit 21:16. Beginn zweiter Spielabschnitt. Dion Daul auf Ted Scott. Offensivrebound von Marius Nolte. Und dann das Foulspiel von Yassin Idbihi. Ja, ist nicht ganz das System, das ich ihm aufgezeichnet habe heute, aber es ist. Tolle Leistung bisher von Marius, muss ich sagen. Also er sorgt letztendlich dafür, dass Frankfurt, was das Thema Rebounds angeht, sehr gut im Spiel ist. So, da haben wir nochmal das Foulspiel von Yassin Idbihi gesehen. Einwurf für die Frankfurter unter dem Korb der Berliner. Dion Daul. Besitz Berlin, da Sean Wood auf Dion Thompson. Aber gutes Foul, also das meinte ich, das hätte ich ganz gerne am Anfang gespielt, aus Frankfurter Sicht gesehen, dass man da einfach die leichten Punkte wegnimmt. Und in dem Fall versucht man natürlich tunlichst bei einem Fastbreak zu schauen, dass Berlin da nicht jetzt gerade zu Beginn des Viertels mit zwei leichten Punkten gut ins Spiel kommt. So, zwei Freiwürfe für den Topscorer der Berliner. Dion Thompson. Wir haben es bei den Frankfurtern angesprochen, die haben reichlich Neuzugänge. Das gilt ja auch bei den Berlinern. Auch da gibt es 8 neue plus einen neuen Trainer plus Sascha Obradovic. Auch da muss man sicherlich noch ein bisschen Geduld haben, bis dass diese Mannschaft richtig zusammengewachsen ist. Oder wie schätzt du das an? Richtig, das wird jetzt sicherlich eine Argumentation, die ich jetzt anführe aus Berlin, dass ich sage, ja, aber das hemmt uns unheimlich, weil wir unheimlich viel Kraft verlieren. Aber es ist so, sie spielen durch die Euroleague natürlich in einem ganz hohen Spielrhythmus. Aber das hilft aus meiner Sicht der Mannschaft natürlich auch ungemein. Man kann im Training sowas ganz schwer simulieren. Und durch die Euroleague-Spiele, glaube ich, wird die Mannschaft gut gedrungen. In der ganz komprimierten Phase ganz schnell zusammengeschweißt werden. Ja, viele interessante Themen in der Beko Basketball Bundesliga. Auch Sie in der Twitter-Community können da natürlich fleißigst mitdiskutieren. Fehlversuch von Ted Scott. Ja, an ihm liegt es jetzt noch merklich, jetzt bei aus Frankfurter Sicht im Offensivsystem, dass Frankfurt dranbleibt. Er hat jetzt noch einige Würfe daneben gesetzt, aber er sucht weiter seinen Wurf oder nimmt ihn weiter. Und es wird wichtig sein für das weitere Spiel, dass er auch dann demnächst mal erfolgreich abschließt. So, das ist das sogenannte Mismatch. Der längere Zach Morley gegen den kleineren Robertson und er macht die Punkte. Also für mich einer der vielseitigsten Spieler in der Beko Basketball Bundesliga überhaupt. Der Mann mit der 44, Zach Morley, gut aus der Distanz, clever im Passspiel und ein guter Rebounder. Ja, gerade letzteres. Also er führt Berlin, glaube ich, im Schnitt bei den Rebounds an. Wobei nicht. Ja, enteilt den anderen Mitspielern, aber doch deutlich insofern, dass er ja, einfach diese kleinen Sachen macht, die du angesprochen hast. Ja, sie suchen ihn immer wieder. Den Mannschaftskapitän der Frankfurter, Marius Nolte, richtig gute Vorstellung vom gebürtigen Paderborner. Ja, 2,4 Punkte pro Partie bislang seine Ausbeute. Ich denke mal, heute werden da deutlich mehr Punkte bei rumkommen. Tja, und du hast es angesprochen.
Der kann auch werfen, der Zach Morley. Ja. War so ein bisschen, jetzt muss ich Marius mal schelten, vielleicht sein Fehler. Da ist er zu aggressiv an Thompson rangegangen, hat dadurch ja, gezwungen, quasi, dass auch Scott zu weit reingerückt ist. Der hätte weiter draußen bleiben müssen, dann wäre der Wurf nicht so offen gewesen. Ted Scott wird natürlich eng verteidigt, weil man weiß, der ist gefährlich aus der Distanz. Marius Nolte im 1 gegen 1, klappt nicht. Der Stil, der Ballgewinn von Dashaun Woods. Ja, das taktische Foul von Jonathan Jones, um den Schnellangriff hier nicht zur Vollendung kommen zu lassen. Zwei Freiwürfe für Dashaun Woods. Es gibt die nächste Auszeit hier in der Auto World in Berlin. Die Gastgeber führen mit 27 zu 18 gegen die Fraport Skyliners aus Manhattan. Bis gleich. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Warum ich so zufrieden mit der Kfz-Versicherung der Hukobuk bin? Weil mir die gute Beratung den optimalen Schutz garantiert. Und ich? Weil die Hukobuk seit jeher meinen Geldbeutel schont. Niedrige Beiträge, Top-Schadenservice und Beratung in Ihrer Nähe. Wechseln auch Sie zur günstigen Huck Coburg. 7 Minuten und 46 Sekunden sind noch zu spielen in der O2 World in Berlin. Und er hat bislang eine perfekte Bilanz hingelegt. Der Herr, der hier noch ein bisschen verdeckt ist, Zach Morley. 4 Wurfversuche und 4 Treffer. Ja, das tut einer Mannschaft natürlich richtig gut, wenn jemand so konstant trifft. Ja, vor allem haben wir jetzt noch einen weiteren sehr guten Schützen von der Viererposition mit Sven Schulz auf dem Feld. Also das macht Berlin jetzt sicherlich oder versetzt Berlin in die Lage, von außen sehr aggressiv auch von den großen Positionen aus scoren zu können. So, an der Linie Dashaun Wood, der ehemalige Frankfurter. Hat ja eine richtig gute Rolle gespielt bei den Frankfurtern, wurde ja sogar zum MVP, also zum Most Valuable Player. Ja, aber nur aufgrund der Leute, die an seiner Seite standen. Lass mich doch mal ausreden. Zum wertvollsten Spieler der Liga. Bestimmt. Hast du da nicht abgestimmt, oder? Das ist ja kein Fan-Voting. Das gibt es ja auch, den Pascal Roller Award. Also. Ja, ja. Vogtmann, 2,11 Meter Mann. Ted Scott, gute Hilfe von Yassin Idbihi. Sehr entschlossene Defensive bei den Berlinern. Das führt dazu, dass die Frankfurter hier den nächsten Ballverlust begehen. Sind das schon erste Müdigkeitserscheinungen? Ah, das würde ich nicht sagen. Also er hat sich jetzt schon zweimal Ted Scott vertändelt, in Anführungszeichen. Also ich glaube, den Pass hätte er besser spielen können. Ich weiß nicht, wie die Absprache ist. Das muss man natürlich auch wissen, ob der Trainer da einen gewissen Laufweg auch fordert. Er hat sich vorher auch schon mal verdribbelt, als er noch gehofft hat, aus dem Doppelteam heraus einen Wurf zu bekommen. Er muss jetzt schauen, er hat schon viele Fehler, in Anführungszeichen, gemacht. Also nicht so gravierend, dass er jetzt komplett aus dem Spiel sich genommen hat, aber er muss jetzt schon schauen, dass er vielleicht ein bisschen mannschaftsdienlicher spielt, einfach um selber erstmal in den Rhythmus zu kommen und dann in ein paar Minuten wieder anfängt, die Würfe zu nehmen. Aber jetzt sitzt er, glaube ich, auch erstmal auf der Bank und ja, hat eine Verschnaufspause verdient. So, und jetzt gibt es wieder Ballraumverteidigung bei den Frankfurtern. Gefragt sind da natürlich auch die Distanzschützen der Berliner. Und wenn es aus der Mitteldistanz / Nahdistanz geht, gern genommen, Yassin Idbihi mit diesem Hakenwurf. Ja, eine kleine Lehrstunde für Danilo. Wenn er schon etwas länger in der Liga wäre oder Yassin ein bisschen besser kennen würde, das ist genau die Go-To-Bewegung, so ein Up and Under, sagt man beim Basketball. Also er macht einen Schritt in die Mitte, nimmt den Ball hoch, dreht sich aber dann wieder zurück auf die andere Seite. Das ist eigentlich sein Go-To-Move, also den macht Yassin immer. Und ja, er musste feststellen, der klappt auch gegen Danilo. So, zu kurz der Versuch von Jonathan Jones. Vor allem nehmen sie jetzt verfrüht Würfe. Also Frankfurt muss schauen, dass sie offensiv auch ein bisschen Tempo wieder rausnehmen. Abdalovic. Wood. Aus meiner Sicht jetzt schon eine kritische Phase. Frankfurt hat jetzt ein paar Mal durchgewechselt. Also gerade Mulika Zurin versucht, doch ein bisschen was anders zu machen. Aber es ist jetzt so, dass ja, die Leute auf dem Feld wirklich schauen müssen, dass sie jetzt nicht lange brauchen, ins Spiel zu kommen. Sondern es muss sofort funktionieren. Das muss jetzt auch Vogtmann ja, schauen, dass er sowohl defensiv jetzt gegen Yassin hier in dem Fall
seinem Mann steht, was in dem Fall nicht gelingt. Und auch offensiv versucht, eine Gefahr darzustellen. Also das ist so eine, glaube ich, nicht unkritische Phase. Da kann man es nochmal schön sehen, was letztendlich passieren kann. Wenn man jetzt durch den Wechsel auch noch wieder was sagen. Also der EB, der macht zwar die Punkte, aber vielleicht können wir uns das nochmal anschauen. Das war ja ein wunderbares Anspiel von Zach Morley. Das stimmt, also gut getimed, genau in den Lauf und letztendlich ausgenutzt, dass Vogtmann da falsch stand. Er hat von oben verteidigt, er hätte von der Grundlinie aus meiner Meinung nach verteidigen sollen, um Yassin in die Mitte zu drängen. So, 3-Punkt-Spiel vom deutschen Nationalspieler, von Yassin Ibihi. Berlin baut die Führung auf 34 zu 18 aus, 6:33 im zweiten Viertel noch auf der Uhr. Jonathan Jones im Spielaufbau bei den Gästen, verteidigt von Dashaun Woods. Robertson. Cedovic ist wieder da. Hat eine etwas längere Pause verordnet bekommen von Sascha Obradovic aufgrund seiner frühen Foulbelastung. Gibson. So, jetzt wird es langsam Zeit. 2 Sekunden noch auf der 24-Sekunden-Uhr. Da hörte man schon das Raunen hier im Publikum in Berlin. Und das ist ein Fachpublikum. Das war schon eine richtig gute Bewegung. Ne? Spektakulärer Move, ja, keine Frage. Aber er war nicht drin. Einwurf Frankfurts. Vogtmann. Gibson. Jonathan Jones mit dem erfolgreichen Dreier. So, da gibt es Redebedarf zwischen Sven Schulze und Dion Dowell. Aber das kann aus Frankfurter Sicht jetzt ein probates Mittel sein. Also ich würde schon schauen, dass ich jetzt Systeme über Jones auch laufe, der für mich ein sehr konstanter und guter Schütze von außen ist. Jetzt ist Dowell leider draußen, aber auch er wäre jetzt für mich eine Option im Angriff, einfach um diesen Rückstand zur Halbzeit hin etwas zu verkürzen. So, Redebedarf ist beendet zwischen Sven Schulze und Dion Dowell. Wir konzentrieren uns wieder aufs Sportliche. So, und Dion Dowell ist erstmal wieder runter vom Parkett. Monika Zürin hat da offensichtlich Bedenken, dass das vielleicht noch zu etwas Ungutem führen könnte. Diese verbale Auseinandersetzung mit Sven Schulze. So, der kühlt sich jetzt erstmal auf der Bank der Frankfurter ab. Devin Gibson. 25 noch zu spielen im zweiten Viertel. Alba führt mit 13. Robertson. So, jetzt nimmt er den Dreier, den er vorhin nicht genommen hat. Offensiv-Rebound von Johannes Vogtmann. Jones. So, jetzt machen sie das, was du eben angesprochen hast. Jetzt versuchen sie das wieder mit Geduld zu praktizieren, den offenen Wurf zu finden. Der ist da, aber vorher gibt es das Offensivfoul von Danilo Bartel, angenommen von Sven Schulze. Ja, es war vor allem ein Angriff, der ganz vehement vom Trainer gefordert wurde. Also sie hatten ja die zweite Wurfmöglichkeit und Kacorin stand halb auf dem Feld sogar, um einfach zu sagen, jetzt lasst mal den Ball laufen, beziehungsweise hat er das System angezeigt. Eins, was einfach die Mannschaft zwingt, ein bisschen den Ball laufen zu lassen, ein bisschen den Gegner verteidigen zu lassen. Heiko Schafazik, jetzt wieder der Spielgestalter der Berliner. Vula Abdalovic. Ja, sehr elegant gemacht. Viel Fingerspitzengefühl vom serbischen Aufbauspieler in Reihen der Albatrosse. Ja, sehr elegant auf der einen Seite, aber viel zu leicht auch aus Frankfurter Sicht die Punkte abgegeben. So, nächster Ballverlust. Es riecht nach Auszeit hier, genommen von den Frankfurtern. Tolles Zusammenspiel zwischen Vula Abdalovic und Nihat Djedovic. 38-21, 4:27 noch zu spielen. Man hat das Gefühl, dass die Albatrosse mehr oder weniger wie Wildpferde da geschart haben. Und jetzt hat man sie losgelassen. Also es ist natürlich tödlich jetzt, wenn Frankfurt sie ins Laufen kommen lässt. Das, was man anfangs gesehen hat, was Berlin von Anfang an versucht, einfach den Ball schnell nach vorne zu tragen, das muss unterbunden werden. Und wenn es zulasten eines Fouls geht, also beziehungsweise die gegnerische Mannschaft kommt natürlich auch umso lieber ins Laufen, wenn man immer zwei Sachen, entweder Ballverluste hat oder lange Würfe nimmt, die nicht reingehen. Also insofern auch da muss man dann Konsequenz draus ziehen aus Frankfurter Sicht und versuchen, mehr den Ball unter den Korb wiederzubringen. Ja, wir haben die personellen Probleme bei den Frankfurtern, haben wir angesprochen. Das haben wir uns natürlich auch schon gedacht vor dieser Partie, dass es irgendwann, wird dieser Zeitpunkt natürlich kommen, an dem die Frankfurter dessen Tribut zahlen müssen. Keine Frage, aber das ist vielleicht auch eine tolle Chance im Endeffekt, wenn jetzt Zach Peacock verletzt ist, auch für Funkmann mal zu schauen, okay,
wie kann ich mich bewähren auf diesem Niveau? Wie kann ich gegen so gestandene Spieler wie Thompson oder Ibihi in dem Fall, der ihn verteidigen wird, meinen Mann stehen? Also das sind dann letztendlich auch wieder tolle Möglichkeiten für junge deutsche Spieler, in dem Fall wirklich Schritte, Lernfortschritte zu machen und einen Schritt nach vorne zu machen. Mulika Zurin. In der Saison 2010-2011 hat er das Amt übernommen als Chefcoach in Berlin, hat seine Mannschaft bis ins Finale geführt und haben eine richtig gute Serie abgeliefert gegen die Brose Baskets aus Bamberg und waren dann letztendlich mit 2-3 nach Siegen unterlegen. Überragendes fünftes Finale damals in Bamberg. Dia und Dau. So, den wollte er jetzt stopfen. Das sollte, glaube ich, ein Ausrufezeichen werden in Richtung Sven Schulze, oder? Das mag sein. Du kennst Sven von der Nationalmannschaft. Was hat er dem vorhin erzählt? Das weiß ich nicht, aber der ging ja auch nicht über Sven direkt rüber. Der ging ja über Miralles rüber. Ja, insofern, das ist ihm, glaube ich, egal, wer da steht, das ist ihm dann oder? Egal, genau. Nein, aber das ist genau die Art und Weise, also wo sich zum Beispiel Danilo oder auch Jens abschauen müssen, so trägt man den Ball zum Korb. Und egal, ob da ein Kontakt kommt oder nicht, ich versuche den letztendlich da unterzubringen. Dion Daul, die letzten drei Jahre war er in Israel unterwegs, in der ersten Liga. Muli Katsuri, der Israelin, kannte ihn noch. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, warum man ihn hier nach Frankfurt hat holen können. Er hat uns auch schon unter Beweis gestellt, vielleicht so ein Mini-Zach Morley, wie vielseitig der ist. Gut aus der Distanz, guter Passgeber und stark im 1 gegen 1. Vielleicht der etwas bessere Athlet als Zach Morley. Ja, und ich glaube, er hat noch ganz viel Entwicklungspotenzial nach oben. Also er ist ein junger Spieler und wie ich gesagt habe, er hat zum Beispiel sehr lange gebraucht, um überhaupt reinzukommen ins Frankfurter Spiel. Ich glaube, da ist seine Karriere erst im Anfangsstadium. Dion Thompson für Alba Berlin zum 40-23. Ted Scott gegen Gulaf Dalovic. Prima Bewegung, die nächsten Punkte für die Gäste. Schafazik. Mann-Mann-Verteidigung bei den Frankfurtern. Thompson. Schafazi. Dedovic. Offen von der Dreierlinie. Tipp in Versuch von Dion Thompson. Ja, das macht er schon richtig gut. Sah sehr geschmeidig aus. Anlehnend an seinen Spitznamen Smooth. Ja, sehr clever gemacht. Auch die Grundlinie genutzt, um an Johannes vorbeizuziehen, um zum Rebound zu kommen. Aber das muss, wenn ich in Punktmann-Situation wäre, das Ziel Nummer 1 sein. Also wirklich defensiv und über die Rebounds versuchen, ins Spiel zu kommen. Und das sollte ihm dann nicht unterlaufen. Also den Körper hat er, die Masse hat er. Und da muss er den Ehrgeiz auch entwickeln. Genau das, was Marius Nolte, der jetzt für ihn reingekommen ist, im Endeffekt zeigt. Jeder Rebound, jeder Loose Ball, der irgendwo auch nur im Umkreis von 3 Metern bei ihm aufschlägt, das muss seiner sein. Ja, drittes Foul gegen Vogtmann. Damit bekommt er natürlich erstmal eine Pause. Wahrscheinlich werden wir ihn dann nicht mehr sehen. Jetzt im zweiten Viertel für ihn Marius Nolte, der Mannschaftskapitän der Gäste, wieder auf dem Parkett. So, erneute Pause für Djedovic. Zach Morley kommt für ihn wieder zurück. Robinson. Ja, an ihm macht Mulika Zurin die weitere Entwicklung dieser Frankfurter Mannschaft fest. Unterstreicht nochmals, glaube ich, den Stellenwert von Robertson für diese Mannschaft. So, Fehlversuch von Dion Daul. Zach Morley. So, Dion Thompson kommt auch. Jetzt können wir 5 gegen 5 spielen. Morley. Miralles wäre frei. Prima Position. So sieht das aus im Lehrbuch für Center-Schulung. So macht man sich Platz und so kann man so ein Anspiel auch prima verwerten. Ja, man sieht, wie langsam sie manche Sachen angehen lassen. Also manche Bewegungen der Frankfurter, die doch etwas schneller, überhasteter einfach ausgeführt werden. Und wie viel Zeit sich Berlin letztendlich im Angriff auch nimmt, um so ein Anspiel zu suchen. Also das zeugt einfach von der Reife einzelner Spieler. Außer sie haben die Möglichkeit, auch ins Laufen zu kommen. Wie jetzt zum Beispiel, schließen sie den noch schnell ab. Zu kurz der Versuch von Dion Thompson. Rebound, Fuentes Robertson, Jonathan Jones. Letzten 2 Minuten im zweiten Viertel sind angebrochen. 44-25 die Führung für Alba Berlin gegen die Fraport Skyliners in einem sehr, wie ich finde, unterhaltsamen Spiel. Heiko Schafazik. So,
So, nächstes System bei den Gästen. Muli Katsuri zeigt das an. Die Nummer 2. Schauen wir mal, was das bedeutet. Pat Scott, der Topscorer. Jetzt gegen Medaillis. Ist natürlich schneller, beweglicher. Medaillis kommt zu spät. Clever gemacht von Ted Scott. Ja, schön den Rescreen, wie man so schön sagt, ausgenutzt. Das heißt, er kriegt einen Block gestellt, macht einen Dribbling, nutzt den Block aus, aber weiß, Marius Wolde kommt direkt nochmal zurück, um nochmal den zweiten, den sogenannten Rescreen zu stellen. Und er hat ihm letztendlich dann den offenen Wurf verschafft. Zach Morley bleibt bei der perfekten Quote. Yeah. Zach Morley. 5 von 5. Letzte Minute läuft. Ja, schafft Alba noch die 50 Punkte in der ersten Halbzeit. Dazu fehlen noch 13. Frankfurt steht im Moment bei 27. 20 Zähler Vorsprung für die Albatrosse. Leon Dowell. Airball. Da will er ein bisschen zu viel im Moment. Hat die Unterhaltung mit Sven Schulze Spuren hinterlassen? Das glaube ich nicht. Ich finde, Katsuri lässt ein bisschen zu viel auch laufen. Also er müsste von außen da vehementer einschreiten, dass die Spieler jetzt schon versuchen, letztendlich den Rückstand zu verkürzen. Ich glaube, das sind gut gemeinte Aktionen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Frankfurt auseinanderfällt, aber es sind die falschen Aktionen, weil sie zu früh letztendlich schon ihre offenen Würfe oder teils offenen Würfe nehmen. Und das muss man als Trainer eigentlich der Mannschaft klar machen. Man kann das Spiel, wenn man so weit zurückliegt, auch nicht in den nächsten 2-3 Minuten entscheiden oder verkürzen, sondern man muss einfach schauen, dass man jetzt Angriff für Angriff und Defense für Defense vor allem wieder zurück ins Spiel kommt. So, das war Rückspiel bei den Berlinern. Ballbesitz für die Gäste aus Hessen. Jonathan Jones gegen Dashaun Wood. So, Hilfe kommt von Abdalovic. Frankfurter versuchen, möglichst viel Zeit von der 24 Sekunden runterzunehmen. Gute Hilfe von Morley. Spekulierte da auf den Ballgewinn. Noch 3 Sekunden auf der 24 Sekunden. Nur Robertson wird gefoult. Und wieder die Linie, 2 Wurf. Ja, Sascha Obradovic nicht ganz so einverstanden mit dieser Entscheidung. Aber es gibt 2 Freiwürfe für die Nummer 23 in Blau. Der beste Athlet der Beko Basketball Bundesliga. Du kennst ihn ja selbst noch, persönlich. Also was mich neben seiner Athletik in Form von Spritzigkeit und Sprungkraft so fasziniert ist, er hat eine Pferdelunge, also er hat eine unglaubliche Kondition. Er spielt 38 Minuten pro Partie, das ist ja sensationell. Genau, und ich glaube, das in Kombination macht ihn wirklich für mich zum athletischsten Spieler der Liga. Quantes Robertson, der Mann mit der Pferdelunge. So, Sascha Obradovic nimmt noch mal eine Auszeit. 4,3 Sekunden vor Ende dieses zweiten Viertels. Alba führt 47-29. Auch das ist sicherlich die Handschrift von Sascha Obradovic. Wir kennen ihn ja dann noch als Spieler. Ehrgeizig, erfolgreich. Jetzt setzt er das als Trainer vor. Er könnte ja auch sagen, 4 Sekunden vor Ende des zweiten Viertels, lassen wir das austrudeln. Nimmt die Auszeit, will aber seine Mannschaft jetzt nochmals pushen, um aus diesen 4,3 Sekunden das Optimale rauszuholen. Ja, das zum einen. Und ich glaube, was ich vorhin auch angedeutet habe, dass es so viele Spiele sind über die Euroleague, wo man relativ wenig Zeit dann wiederum zum Training hat. Und da muss man solche Situationen ausnutzen. Das ist eine ganz klassische Situation, die einem in einem ganz wichtigen Spiel auch passieren kann. Man hat Ballbesitz 4,3 Sekunden. Was mache ich draus? Insofern ist das sinnvoll, glaube ich, egal welches Spiel und egal wie deutlich es jetzt ist, auch wirklich zu nutzen, um taktische Sachen einfach auszuprobieren. Ja, und sowas gilt natürlich auch als Vorbereitung für höhere Aufgaben bei den Berlinern unter der Woche am kommenden Donnerstag. Ab 20 Uhr sind sie ja zu Gast in Frankreich, in Chalon. Vielleicht gibt es da eine ähnliche Situation wie jetzt. Und diese Momente nutzt man natürlich hier, um seine Mannschaft vielleicht auch auf so eine Situation in der Euroleague vorzubereiten. So, letzten Sekunden laufen, 4 Sekunden sind es noch. Alba in Ballbesitz mit Dashaun Wood. Foulspiel von Danilo Bartel. Das wollte er wahrscheinlich so nicht. Denn die Mannschaftsfoulgrenze bei den Frankfurtern, die war natürlich schon überschritten. Das heißt jetzt automatisch 2 Freiwürfe für Alba Berlin. Etwas unglücklich. Würdest du ihm das als Trainer auch so sagen? Das war Nein, jetzt das etwas würde ich unglücklich. Als Trainer anders sagen. Wenn ich ihn Klaus Perwas Damit Gesicht du schon ein bisschen lauter werden, ja. Oder? Naja gut, aber auch das ist ein Lerneffekt. Also da muss ich wissen, dass ich da nicht mehr zum Ball gehe. Ja. Und
Also da wird ihnen auch nichts anderes geritten haben, als sein innerster Instinkt einfach zu sagen, der Ball ist fast verloren, den kriege ich vielleicht noch, aber da muss man ganz klar die Finger von weglassen. So, da Sean Wood an der Linie. 49-29, 20 Punkte Führung, der letzte Versuch würde zählen. Wäre er denn reingefallen? Aber er ist ja nicht reingefallen. Alba Berlin führt zur Pause gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt mit 49-29. Das war rundherum, denke ich, eine gelungene Vorstellung von Alba Berlin. Aber eins wollen wir natürlich auch nicht aus den Augen lassen. Frankfurt ist personell dezimiert und das, denke ich, ist in ersten Zügen schon zu erkennen. Und möglicherweise wird Alba Berlin natürlich mit Beginn des dritten Viertels da nochmals ein Schüppchen nachlegen, um hier aus ihrer Sicht relativ früh dann für eine Entscheidung zu sorgen. Die Frankfurter haben gekämpft, die haben Leidenschaft gezeigt, die haben nach Kräften dagegen gehalten. Mal schauen, wie viele Kräfte die Frankfurter im dritten und vierten Viertel noch haben hier beim Gastspiel in der Hauptstadt. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Neu auf Sport 1. Ich traue meine Augen nicht. Ist das ein Hammer? Das Beste aus dem Mutterland des Fußballs. Was ist das? Das ist das Tor! Roar, Premier League Highlights. Ab Montag, 23.30 Uhr auf Sport 1. It's happening. I love it 'cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Zum 30.11. zu Directline wechselt, spart bis zu 40%. 0800 230 3000 oder auf directline.de. Directline, versichern kann so einfach sein. Egal ob Klassik oder Rock. Come on, come on, come on, yeah! Oder Hip-Hop. Put your hands up, put your hands up. Yeah. Millionen Songs und tausende Hörbücher, nur 9,95 im Monat. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. Napster.de. Meine Musik jederzeit, überall. Die haben schon hundert, ach, tausende zusammengebracht. Partnersuche? Nur bei Parship. Neu. Fisherman's Friend. Spearmint. Sind sie zu wow? Bist du zu lau? Solange der Vorrat reicht. Sie suchen eine günstige Kfz-Versicherung? Vergleichen Sie jetzt auf transparo.de und sparen Sie mit dem Testsieger bis zu 850 Euro. Jetzt wechseln und von exklusiven Top-Angeboten profitieren. Transparo. Vergleichen ist gut. Transparo ist besser. Schön mach Ideen, einfach mit Obi. Ein kaputtes Auto macht oft auch Ihre Pläne kaputt. Kfz-Versicherungen von AXA mit Schadenservice 360 Grad. Wir kümmern uns um alles. Abholung Ihres Autos, kostenloser Ersatz, Anlieferung Ihres reparierten Autos. Jetzt informieren und wechseln. Hallo, mit 1&1 können Sie ganz einfach Ihre eigene Homepage gestalten. Egal ob Anwaltskanzlei, Fashionshop oder Friseursalon. Einfach Branche wählen, Name und Design festlegen. Mit vorgefertigten Branchentexten und Bildern. Änderungen jederzeit. Eigene Inhalte, Design oder Fotos. Alles online änderbar. Sie brauchen nur einen Internetanschluss, egal bei welchem Anbieter. Jetzt testen. 1&1.de. Alba
Berlin mit 20 zur Pause vorne, 49-29, auch weil er hier, Zach Morley, bislang Mr. 100% ist, 5 von 5. Auch er ist ein Garant dafür, dass Alba Berlin das gegen Frankfurt bisher sehr souverän macht. An meiner Seite unser Experte Patrick Femerling. Patrick, ist das eine Partie, wo wir aufpassen müssen, dass die nicht schon nach dem dritten vorbei ist, nach dem dritten Viertel? Wie gefällt dir vor allem das, was die Frankfurter bisher machen, auch vielleicht defensiv? Ja, die Frankfurter haben schon Probleme, also speziell im Fastbreak. Die Berliner forcieren das Tempo, drücken wirklich auf die Tube und die Frankfurter kommen nicht nach hinten. Also entweder kriegen die Berliner freie Korbleger oder Frankfurter müssen faulen, um irgendwie noch irgendwie Herr der Lage zu werden. Und das tut ihnen gerade sehr, sehr weh. Und ich dachte immer, es gibt so ein paar Momente in dem Spiel auch, ja, wo sie so das Gefühl hatten, vielleicht geht es jetzt auch mal wieder zurück, vielleicht nutzen sie jetzt die Möglichkeit, da wieder ranzukommen. Aber sie nehmen auch die offenen Würfe, die sie bekommen, nicht so wahr, als dass man die dann auch verwandelt. Der Jones zum Beispiel hat mal einen hier vorne, genau da war es. Ja? Die nimmt er einfach und macht nicht. Woran liegt das? Ja, die haben offensiv keinen Rhythmus. Ne? Berlin spielt schon gut in der Verteidigung und lässt wenig zu. Und die offenen, ein paar offenen Schüsse, die sie haben, die treffen sie nicht, weil sie, glaube ich, vielleicht auch nicht dran glauben. Das ist schon wahrscheinlich eine Kopfsache. Man liegt ja schon zurück, man versucht zurückzukommen, aber da ist natürlich nicht alles so leicht. Wir reden gleich weiter, Patrick, blicken aber jetzt erstmal mit den Zuschauern, mit Ihnen zusammen, liebe Zuschauer, auf ja, die Top-Partie ohne Frage vom 9. Spieltag in der BeCo Basketball-Bundesliga. Es war ein spannendes Duell. Bamberg gegen den FC Bayern. Auch für den Präsidenten Uli Hoeneß hieß es wieder mal, diesmal nicht Nürnberg, sondern eben Bamberg. Uli Hoeneß war extra nach Bamberg gereist, zum zweiten bayerisch-fränkischen Derby seines FC Bayerns an diesem Wochenende. Die Basketballabteilung zu Gast in der Frankenhölle bei den Brose Baskets Bamberg. Und die Gäste in den schwarzen Trikots mit einem schlechten Start. Im Gegensatz dazu die Bamberger ab der ersten Sekunde voll da, defensiv wie offensiv, Sergio Gibson zur frühen 12-4-Führung. Doch die Bayern wachgerüttet durch den hohen Rückstand, kommen besser ins Spiel, es folgt ein 10-0 auf und plötzlich München vorne, dank Brandon Thomas. Die Oberfranken aber lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit der Routine eines dreifachen Double-Gewinners ziehen die Bamberger davon. Carsten Tadda für 3, der sitzt, 29-18. Die Bayern aber an diesem Sonntag mimen das Stehaufmännchen, holen bis kurz vor der Pause wieder auf. Lawrence Roberts verkürzt auf 2 Punkte Rückstand. Da kann auch Uli Hoeneß erstmal durchschnaufen. Denn sein FC Bayern kann in Viertel 3 wieder in Führung gehen. Robin Benzing, der deutsche Nationalspieler, zum 52-48 für die Gäste. Aber Bamberg hatte stets die passende Antwort. Wenn der Erste nicht sitzt, dann halt der Zweite. Mike Zirbes bringt die Oberfranken wieder in Führung. Es wogt weiter hin und her. Jagler für 3. Ausgleich, was für ein Wahnsinnsspiel, Ende Viertel 3. Doch im Schlussabschnitt ist Bamberg die bestürmende Mannschaft. Über 5 Minuten kein Punkt von den Bayern und dann ist es Anton Gavel mit der Entscheidung. 6 Punkte der Vorsprung, 30 Sekunden vor dem Ende, das reicht für die Brose Baskets. Also wieder kein Jubel von Uli Hoeneß in Franken. Mit 68-76 unterliegt sein FC Bayern bei Bamberg. Trotzdem der FCB-Präsident nicht unzufrieden. Heute habe ich zum ersten Mal in dieser Saison gesehen, dass wir ziemlich nah dran sind an Bamberg, an der Spitze in Deutschland. Wenn wir jetzt in Ruhe weiterarbeiten und es wird sehr gut gearbeitet bei uns im Moment, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir auch in diesem Jahr noch eine Chance haben, zumindest unter die letzten 4 zu kommen. Bamberg feiert den 5. Sieg in Folge, das Spiel an sich aber große Werbung für die BeCo BBL. Ja, Patrick, direkt die Frage an dich. Spiegelt das ungefähre Leistungsverhältnis, Machtverhältnis dieser beiden Vereine wieder? Ich glaube, die Bayern haben sich sehr, sehr gut verkauft. Die sind, obwohl sie die großen Bayern München sind, in Bamberg muss man erstmal gewinnen. Das ist schon die Frankenhölle, wie sie es nennen, oder Freak City oder wie auch immer man das nennt. Das ist schon sehr, sehr schwer zu spielen. Man sieht, die Bamberger, die stabilisieren sich. Auch durch gute Leistungen in der Europa-Liga. Okay, das Barcelona-Spiel ausgenommen jetzt, aber ansonsten sehr, sehr gute Leistung, die sie da auch gezeigt haben. Und die haben einfach ein Gewinnergehen. Ne? Das haben sie sich antrainiert. Die wissen, am Ende des Spiels gibt es bei denen keinen Zweifel im Kopf, dass sie das Spiel verlieren. Und ich glaube, es war für Bamberg richtig wichtig. Da wollten sie auch unbedingt gewinnen heute. Wir schauen, liebe Zuschauer, auf die Ergebnisse vom 9. Spieltag, sofern sie vorliegen. Natürlich unter anderem die Partie der Ulmer, die gewann gegen Oldenburg. Gab eine 30-Punkte-Klatsche. John Bryan mit 26 Punkten. Hagen schlägt Würzburg überraschend. Braunschweig
verliert gegen Tübingen und die Bonner verlieren gegen die Eisbären Bremerhaven. Auch ziemlich deutlich dreistellig da die Punktzahl bei Bremerhaven. Adland, Comeback von Limont Mallet, schlagen Ludwigsburg und das sind die Zwischenergebnisse von Bayreuth gegen den MBC. Das sind die Spiele, die parallel zu uns laufen. Trier gegen Gießen, da führen die Trierer gerade relativ deutlich. Und natürlich hier 49-29 Alba Berlin gegen Frankfurt. Das bringt uns am 9. Spieltag zu folgender Tabelle. Die Ulmer haben allerdings auch zwei Spiele mehr, sind vorne weg vor dem Brose Baskets aus Bamberg. Das ist immer eine Frage der Euroleague-Woche. Deshalb hinkt da der ein oder andere hinterher. Zum Beispiel natürlich gleich auch die Berliner. Die sehen wir noch auf der ersten Seite. Und wir müssen bis auf Position 13 gehen, um dann doch Frankfurt in der Tabelle zu finden. Und wir stellen auch fest, es ist noch nicht aller Tage Abend. Wir kommen gleich zurück. Patrick, du auch. Wir haben noch viel zu besprechen und hoffen, dass es noch ein bisschen spannender wird hier im letzten Abschnitt in der zweiten Halbzeit. Liebe Zuschauer, jetzt gibt es für Sie nochmal die Chance, was zu gewinnen. Bis gleich. Gewinnen Sie heute eines von drei NBA 2K13, das Basketballspiel des Jahres mit der einzigartigen Kombination aus packender Action mit vielen Superstars und Legenden und dem perfekten Soundtrack. Außerdem verlosen wir Ende Dezember eine PlayStation 3 inklusive NBA 2K13. Machen Sie mit und rufen Sie jetzt an unter der 01379 010099. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise sind deutlich teurer. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Wir wünschen viel Glück. Was ist das denn für ein Ding hier? Hattrick Live, das Topspiel der zweiten Bundesliga. Montag ab 19.45 Uhr, Hertha gegen St. Pauli. Live auf Sport 1, das Rock. Du bist die Sonne. I love it, cause it's helping me. I love it, cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking, it is freezing, and it's cleaning. Oh, oh, before. Der neue Mitsubishi Outlander. Kann viel. Braucht wenig. Umweltschonende Technik in zuverlässiger Mitsubishi-Qualität. Jetzt schon für 159 Euro monatlich und 0% Zinsen finanzieren. Ich spiele hier, weil ihr Können entscheidet. Ich spiele hier, weil ich an das Spiel glaube. Spiel kostenlos auf pokerstars.de. Check24 präsentiert Max, der mit dem Autoversicherungsvergleich auf check24.de über 800 Euro gespart hat. Und jetzt fühlt er sich wie Magic Max. Fühl auch du dich. Check24 mit Deutschlands größtem Autoversicherungsvergleich. Check24, das Vergleichsportal. Kultiviert auf Augenhöhe, möglichst 1,80. Da gibt es so viele. Partnersuche? Nur bei Parship. Wer bis zum 30.11. zu Direct Line wechselt, spart bis zu 40%. 0800 230 3000 oder auf directline.de. Direct Line, versichern kann so einfach sein. AC/DC, Life at River Plate. Ihr erstes Live-Album seit 20 Jahren. AC/DC, Life at River Plate, jetzt. Life Balanced. Der neue Jaguar XF Sport Break. So zufrieden mit der Hoch Coburg bin?
sie mich im Schadensfall nicht im Regen stehen lässt. Und ich, weil die Coburg seit jeher meinen Geldbeutel schont. Niedrige Beiträge, Top-Schadenservice und Beratung in ihrer Nähe. Wechseln auch Sie zur günstigen Huck Coburg. Dynasty. As promised. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Live und exklusiv. Der Klassiker in der stärksten Liga der Welt. Das Derby im hohen Norden. Die DKB Handball Bundesliga. Göppingen gegen Hamburg. Dienstag 19.30 Uhr. Live auf Sport 1. Handball auf Sport 1 präsentiert von der DKB. Und betathome.com. Das Leben ist ein Spiel. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Zurück in der O2 World in Berlin zur Partie der Albatrosse. Alba Berlin, die Mannschaft in Gelb gegen das Team aus Blau, gegen die Fraport Skyliners. Und die Berliner führen zu Beginn des dritten Viertels mit 49-29. Ja, wir haben die Problematik der Frankfurter schon ein paar Mal angesprochen. Sie müssen heute auf einen ihrer Leistungsträger verzichten. Dass die Berliner führen, ist keine große Überraschung. Aber sie haben, Pascal, das konsequent umgesetzt, was sie sich vorgenommen haben. Sie haben früh Druck gemacht. Sie haben die Frankfurter, ja, sie haben mit wenig Platz überhaupt zum Luftholen gelassen. Absolut. Und sie werfen unglaublich hochprozentig. Also allein aus dem Zwei-Punkte-Bereich haben sie nur viermal daneben geworfen in der ersten Halbzeit. Und eine Quote von 78% gehabt. Und sie haben auch im ersten Angriff ganz konsequent den Ball wieder unter den Korb getragen zu Yassin Ibihi. Also sie wissen schon ziemlich gut, was sie machen. Sie sind sehr gut eingestellt auf das Frankfurter Team. Und Frankfurt tut sich schwer damit. So, bester Punktesammler bei den Berlinern. Mr. Perfect, Jack Morley, 12 Punkte bislang. 5 von 5 aus dem Feld. Das war schon eine richtig gute Vorstellung. Yassin Ibihi macht in der Spur gleich weiter. Der deutsche Nationalspieler mit den nächsten Zählern für die Hauptschetter. Fehlversuch von Ted Scott. Das ist natürlich eine Spielweise. Das spielt den Berlinern in die Hände, wenn die Frankfurter so schnell vorne abschließen und dann auch noch ohne Punkte. So, Mulika Zurin, der Trainer der Frankfurter, zieht daraus ganz schnell die Konsequenz. Ted Scott muss erstmal auf die Bank und für ihn kommt der Mann mit der Nummer 7. Der Berliner Konstantin Klein bei den Frankfurtern. Einwurfseite für die Albatrosse. Sean Woods im Zusammenspiel mit Dion Thompson. Lücke ist da. Der Pass auch abgelegt auf Yassin Ibihi. Fehlversuch. Robertson. Marius Nolte. Das Foulspiel von Sean Woods abseits des Balles. Im Duell mit Devin Gibson. Nur für die Gäste unter dem Korb der Hauptstädter. Quantes Robertson. Devin Gibson, exzellenter Distanzschütze. Abgelegt auf Nolte. So sucht er das 1 gegen 1 gegen Dion Thompson. Nein, Ball wieder raus. Auf Gibson. Jetzt wird es Zeit. Aber die 24 Sekunden abgelaufen. Ich gehe mal stark davon aus, dass Mulika Zurin zuletzt deutlich darauf hingewiesen hat, so schnelle Abschlüsse nicht zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein schmaler Grat, auf dem die Frankfurter sind. Einerseits natürlich die Chancen wahrzunehmen, die da sind. Andererseits natürlich möglichst viel Zeit von der Uhr runterzunehmen, oder? Richtig. Auf der anderen Seite nimmt man in der jetzigen Situation lieber mal in Kauf, dass die 24 Sekunden Uhr losgeht. Auf der anderen Seite, sie hatten ihre Option. Sie hatten Marius Nolte in eine 1 gegen 1 Situation gebracht. Vielleicht nicht den richtigen dafür gewählt, dann der konsequent das umsetzt. Er hat dann nochmal rausgespielt und so wurde das Spiel wieder ein bisschen verschleppt. Schafazik. Fehlversuch von der Dreierlinie. Ibihi mit dem Fuß auf der Grundlinie, gleichzeitig mit dem Ball in der Hand. Und das bedeutet Einwurf für die Frankfurter. Gutes Passspiel. Distanzwurf will Robertson nicht. Da ist der Versuch von Konstantin Klein. Sehr schöne Technik.
Ja, vor allem schön ausgespielt wieder der Wurf von Konstantin Klein. Aber du sprichst das an. Also er hat einen sehr ordentlichen Wurf. Sehr ordentlich? Ja, sehr ordentlich. Ich finde, er sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, im Vergleich zu dir, schwierig. Deshalb sage ich auch nur sehr ordentlich, aber nein. Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also er hat einen wirklich gut aussehenden, um deine Worte zu benutzen, ja, aber Wurf, aber so einen sogenannten Set-Shot. Also er wartet zurzeit noch sehr darauf, dass er freigespielt wird und dann werfen kann, was völlig fein ist. Der nächste Schritt müsste jetzt kommen, dass er in der Lage ist, aus dem Dribbling den auch zu nehmen. Aus der Mitteldistanz kann er das schon sehr gut. Was die Dreier angeht, glaube ich, ist der nächste Schritt dann für ihn. Vielleicht können wir ja den Kontakt mal herstellen. Weil das konntest du ja ganz gut, ne? Ein Dribbling und dann Sprungwurf. Ja, da lässt sich was machen, glaube ich. Robertson, taktisches Foul von Vule Abdalovic, um den Schnellangriff hier erst gar nicht zustande kommen zu lassen. Einwurf für die Gäste aus Hessen. Ja, 2010 waren wir noch im Halbfinale, 2011 Viertelfinale. In der letzten Saison dann das erste Mal seit 5 Jahren, dass man die Playoffs nicht geschafft hat bei den Frankfurtern. Da ist, glaube ich, ein klarer Abwärtstrend zu erkennen, oder? Wie schätzt du das ein? Ja, es ist sicherlich so, dass die Infrastruktur sich ein Stück weit geändert hat. Also gerade was das Thema Sponsoren angeht, ist Frankfurt nicht mehr in der Lage, als die Jahre zuvor sich entsprechend zu positionieren, und das macht es natürlich nicht leichter. Es wirkt sich auf den Kader aus und somit auch auf die sportliche Leistung, aber es ist zurzeit wirklich ein Trend zu sehen, den man tunlichst vermeiden sollte, dass man wirklich eher nach unten als nach oben sich orientieren muss. Zach Morley bleibt Mr. Perfect, kein Fehlversuch aus dem Feld, und der zweite erfolgreiche Dreier von Konstantin Klein mit seinem schönen Sprungwurf. Ja, sehr schön. Und was Frankfurt sehr gut macht, sie geben sich nicht auf, und Kazurin gibt sie nicht auf, und er ahndet Fehler oder Nachlässigkeiten, die er vorher angesprochen hat, der Spieler sehr stark, indem er sie auch rausnimmt, und das finde ich gut. Abdalovic, sehr gutes Passspiel bei den Berlinern, Ibi auf Schafazik auf Abdalovic, und drin ist das Ding, 58-35. Und das ist das, was Berlin machen muss, den Rest des Spiels letztendlich, den Ball laufen zu lassen und wirklich einfach die reifere Spielanlage für sich sprechen zu lassen, und das tun sie sehr gut. So, der Korb zählt nicht. Das Foul klar vor dem Wurf von Yassin Idbi an Danilo Bartel. Wechsel bei den Berlinern. Nihat Djedovic kommt für Dashaun Wood. Heißt, Sascha Obradovic macht seine Mannschaft damit wieder etwas größer. Ballbesitz Frankfurt. Fünf Minuten und 50 Sekunden noch auf der Uhr im dritten Viertel. Quantes Robertson spielt den Ball von einer Seite auf die andere. Ja, nicht gut. Nein, sowas ist nicht gut. Also sie können Fehler machen, oder sie können sich ausspielen lassen, weil der Gegner stärker ist, einfach wie in dem Fall ganz offensichtlich zu sehen. Aber sie sollten nicht schauen, dass sie eigentlich das, was sie sich in den letzten Wochen aufgebaut haben, und da haben sie wirklich gute Spiele gemacht, die Frankfurter, dass sie sich durch sowas jetzt wie heute, durch leichte Fehler dann letztendlich das aufgebaute Selbstvertrauen wieder nehmen. Und ich meine, Konstantin Klein macht das richtig, seine Würfe, das wird ihm Vertrauen geben, ob sie gewinnen oder verlieren, aber sowas bleibt natürlich, gerade bei jungen Spielern bleibt das haften. Zach Morley gegen Danilo Bartel. So, gibt es jetzt wieder ein bisschen Lehrunterricht im 1 gegen 1. Zach Morley. Also ich glaube, der könnte heute wahrscheinlich auch von der Mittellinie rückwärts zum Korb stehend werfen, und das Ding fällt trotzdem rein. Ja, tolle Bewegung. Also im Zurückfallen diesen Fadeaway so einzunetzen. Danilo Bartel mit dem Fehlversuch. Ja, es riecht ein bisschen nach Auszeit bei den Frankfurtern. Ich glaube nicht unbedingt die Wurfauswahl, die Muli Kazurin haben möchte. Djedovic. So, da haben wir nochmals den Bosnier. Da ist er. Der erfolgreiche Dreier durch Nihat Djedovic. Das ist ganz klassisch der Effekt. Also wenn ein, zwei Spieler anfangen zu treffen, dann legt der Rest der Mannschaft sehr gerne nach. Also so ein gutes Gefühl überträgt sich enorm natürlich auf den Rest der Mannschaft. Und das kann man ganz schwer nur noch aufhalten letztendlich. Ja, wenn Sie beim nächsten Auftritt von Alba Berlin wieder dabei sein möchten, dann kann ich Ihnen ans Herz legen, am kommenden Donnerstag ab 19:55 Uhr Euroleague.
Das ist Basketball vom Allerfeinsten. Das ist die Champions League der Basketballer. Also 1955 Chalon, der Vertreter aus Frankreich gegen Alba Berlin. Da geht es um Platz 4 in dieser Sechsergruppe. Und der Platz berechtigt ja dazu, eine Runde weiterzukommen. Auf dem Platz steht momentan Alba. Und dann möchten sie natürlich auch nach dem Spiel in Chalon bleiben. Spielversuch von Ted Scott. Und Vule Avdalovic. Avdalovic auf Djedovic. Der müsste eigentlich zählen, denn der war schon wieder im Fall. Ja, Pascal, du hast das in Ansätzen angesprochen. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob Sieg oder Niederlage für die Frankfurter. Ich glaube, die Entscheidung ist jetzt mehr oder weniger gefallen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, auch, wie man hier verliert. Sicherlich. Und es sind doch einige Sachen, die, glaube ich, hervorstechen heute. Also neben der schönen Leistung von Konstantin Klein. Aber dass sie sehr anfällig sind letztendlich für Schnellangriffe. Also das ist, glaube ich, etwas Grundlegendes, was den Frankfurtern heute spätestens nach dem Spiel bewusst werden wird, dass sie da einfach schneller zurückkommen müssen. Also das ist relativ simpel sogar, weil sobald der Ball weg ist durch einen Turnover, durch einen Fehlwurf, fünf Leute in die eigene Zone und dann von da aus wieder die Leute aufnehmen, die Gegner. Sven Schulze für 3. Da hat sich von der Trefferquote der Kollegen noch nicht so richtig anstecken lassen. Der Mannschaftskapitän der Albatrosse. So, gibt es den nächsten Ballverlust? Nein. Also sitzt durch Konstantin Klein. Dion Daul. Rebound Berlin, Foul Frankfurt, Ted Scott. '64-'37, 3 Minuten 36 noch zu spielen. Könnte noch eine kleine Qual für die Frankfurter werden, oder? Ja, also... Leidest du da noch mit? Als Zuschauer leide ich mit. Dass es, wenn so eine Mannschaft dann abgeschlachtet wird und wenn man solche Sachen zulässt, ist zum Stand jetzt davon auszugehen. Aber man weiß nicht, Berlin wird vielleicht auch noch ein bisschen das Tempo rausnehmen und es werden 30, 40 Punkte in Anführungszeichen bleiben. Aber das ist sicherlich nicht allzu ansehnlich. Deshalb hoffe ich mir schon noch, dass sie gerade solche Aktionen wie jetzt, also leichte Ballverluste, nicht am Fließband jetzt produzieren. Ja, und auf was wir uns vielleicht freuen können, vielleicht machen die Berliner da im dritten, aber vor allem auch im vierten Viertel noch ein bisschen die Trickkiste auf. Vielleicht sehen wir noch ein paar sehenswerte Aktionen hier in der Otto World, in der Partie zwischen Alba Berlin und den Fraport Skyliners aus Frankfurt. Konstantin Klein, der liefert eine richtig gute Vorstellung ab. Ja, und wir hatten 3 deutsche Spieler gerade eben, als Danilo Bartel noch war, gleichzeitig auf dem Spielfeld bei Frankfurt. Insofern auch was Schönes heute zu sehen, sicherlich eine gute Möglichkeit, in Anführungszeichen, für jeden Trainer auch zu sagen, naja, jetzt kann ich sie mal alle einwechseln, aber ich habe sie auch schon in engeren Spielphasen gesehen, als sie gegen Bonn zum Beispiel zu Hause das Spiel entschieden haben im dritten Viertel. Also das spricht auch dafür, dass man da in Frankfurt vermehrt jetzt den deutschen Spielern eine Chance gibt und geben muss letztendlich auch. Schafazik, Einwurf, Berlin. 2:18 vor Ende des dritten Viertels. Wechsel bei den Gästen. Roberts kommt zurück, Gibson kommt zurück. Beide ersetzen Daul und Scott. Djedovic. So, Mannschaftsfoulgrenze bei den Frankfurtern ist erreicht. Und nach dem Foul von Devin Gibson an Nihat Djedovic gibt es jetzt 2 Freiwürfe für den Bosnier. Ja, wir haben das vorhin mal angesprochen, Pascal, ein Spieler nach Einschätzung von Sascha Obradovic mit NBA-Potenzial. Du kennst ihn ja auch von der internationalen Bühne. Wie schätzt du das ein? Ich glaube, dass die Athletik eigentlich das A und O ist, um in der NBA zu spielen. Und da sehe ich ihn jetzt noch nicht zwingend. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Spieler, die einfach athletischer sind auf seiner Position. Und das ist mit ein Grund, glaube ich, um diesen nächsten Schritt zu machen und in die NBA zu kommen. Auf der anderen Seite, es gibt viele Spieler mit Spielintelligenz, Spielwitz und einfach Fähigkeit. Und da würde ich ihn schon vom Ansatz her dazu zählen, dass er jemand ist, der, ich hatte es angedeut, auch noch jung ist, sich auch noch weiterentwickeln wird. 22 Jahre jung. Genau, also warum nicht? Aber aus meiner Erfahrung, also was das Thema NBA angeht, es ist unheimlich viel Lobbying letztendlich auch dabei, weil einfach die Liga, die Anzahl der Spieler doch
überschaubar irgendwo ist und es international so viele gute Spieler wie ihn gibt, sehr viele Talente gibt. Und wenn er da einen Zugang kriegt, warum nicht? Wenn er eine Chance kriegt und die nutzt. Also ich glaube, dass es nicht ganz abwegig ist, aber wie gesagt, er muss sich noch etwas weiterentwickeln. Konstantin Klein, tja, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, wenn der ein bisschen Platz hat, in Ruhe abdrücken kann. Sehr gute Vorstellung vom Youngster in Reihe, der Frankfurter Konstantin Klein, 21 Jahre jung. Er ist 22, Mihar Djedovic. Medaillas gegen Vogtmann. Gut verteidigt von Vogtmann, gute Täuschung von Medaillas. So, und jetzt die Möglichkeit auch für den Mannschaftskapitän der Albatrosse, für Sven Schulze, sich jetzt erstmals hier in der Korbjägerliste zu verewigen. Denn er darf zweimal an die Freiwurflinie gehen. Tja, ähnliche Geschichte vielleicht bei ihm wie bei Marius Nolte. Nolte spielt ja relativ wenig als Mannschaftskapitän bei den Frankfurtern. Auch Sven Schulze kommt da nicht mehr so richtig zum Zug. Nur 11 Minuten pro Partie. Das waren auch schon mal ein paar mehr, ne? Ja, wobei Sven eigentlich, glaube ich, die meiste Zeit seiner Karriere ein Energizer nochmal von der Bank war. Also die Situation tendenziell eh gewöhnt ist. Sicherlich ist das mit dem Alter oder dem Älterwerden so, dass dann sehr häufig auch die Spielzeit etwas sinkt. Aber ich bin mir sicher, also wir hatten ja letztes Jahr in den Playoffs die Diskussion oder da war er häufig in den Schlagzeilen. Also so ein Spieler entfaltet dann, wenn er nämlich gebraucht wird, gerade was das Thema Erfahrung angeht, nochmal ja, sich und gibt der Mannschaft unheimlich viel weiter. Also man darf das nicht unterschätzen und man darf auch vieles nicht, wie bei Nolte, wie du es angesprochen hast, an der reinen Spielzeit und an den reinen Zahlen, also Statistiken festmachen. Ich möchte auf eine Szene nochmal zurückkommen. Da gab es ja den verbalen Kontakt zwischen Sven Schulze und Dion Daul. Das sind vielleicht die Kleinigkeiten, die ein Sven Schulze ja auch macht. Wir wissen nicht, was er ihm gesagt hat, aber ich habe den Eindruck, das hat schon seine Spuren bei Dion Daul hinterlassen, weil danach kam nicht mehr allzu viel von dem. Sicherlich, wobei ich bei Sven fast sagen würde, also das ist, spricht eher seinem Naturell oder tendenziell, wie er einfach spielt. Ja, also ich glaube, das rutscht ihm eher mal raus, als dass er das wirklich gezielt einsetzen würde. Also ich habe ein Interview jetzt auch mit ihm gelesen, wo er gefragt wird, was das Thema Trash-Talk angeht. Und es ist ja nicht so verbreitet eigentlich in der deutschen Liga. Also es gibt doch klassischer viele amerikanische Spieler, die einfach gewohnt sind, beim Spiel oder im Spiel zu reden und sei es über Gott und die Welt. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach, weil er mit so viel Energie spielt, mit so viel Kraft auch. Ich glaube, das muss einfach mal raus, solche Sachen. Und ich weiß nicht, was er ihm gesagt hat, aber ich gebe dir recht. Also es war sicherlich nicht so, dass es ganz ohne Spuren an ihn Daul vorbeigegangen ist. So, letzte Minute des dritten Viertels ist angebrochen. Ballverlust Berlin. So, was ist da passiert? So, da ist der Ball schon wieder in den Händen der Albatrosse. Der Stil durch Sven Schulze. So, das war vor dem Wurf. Aber das ist unwesentlich, weil es sowieso zwei Freiwürfe gibt für Sven Schulze. Er ist der Mannschaftskapitän nochmals an der Freiwurflinie. Einen Begriff sollte man vielleicht noch aufklären. Vielleicht kennt nicht jeder dieses Wort Trash Talk. Wie kann man das übersetzen? Das ist so die verbale Auseinandersetzung auf dem Spielfeld, wo man deinem Gegner da schon mal so einen kleinen Spruch mitgibt. Ja, wörtlich würde ich sagen, nicht so Müllgelaber. Nein, das ist in dem Sinne, also im Zusammenhang mit dem Basketball sagt man zumindest Trash Talk. Hast du das eigentlich gemacht? Ist das Gerede? Naja, ein bisschen schon. Also nicht bewusst, aber genauso, wie es Sven unterstellen würde. Das ist wirklich so in Situationen, dass wenn man auch nicht mehr wirklich so Herr der Dinge ist, weil man einfach müde ist, die Konzentration ist unten oder man ist im Eifer des Gefechts, dann müssen Sachen auch raus. Also es schießen einem Sachen durch den Kopf und man muss die sagen. Oder man schreit ja auch, man sieht ja Sportler sehr häufig einfach schreien, weil sie irgendeine gute Aktion oder schlechte Aktion machen. Das ist nicht mehr bewusst und das ist mit dem Reden genauso. Man sagt seinem Gegner was, man meint es in dem Sinne nicht so, aber viele nehmen das an. Also ich im Endeffekt, natürlich lasse ich irgendwo mich auch beeinflussen, wenn jemand ständig auf mich einredet. Auch wenn ich sage, gut, es geht an mir vorbei und soll er doch sagen, was er will. Aber im Endeffekt, ich nehme es wahr. Also in irgendeiner Funktion, irgendwo, wenn es unterbewusst ist, kommt es an. So, das ist offensichtlich eine Wunde irgendwo am Unterarm von Mihar Djedovic, wenn ich das richtig beobachtet habe. Die muss jetzt erstmal versorgt werden. Das ist wohl auch der Grund für seine Auswechslung. Fehlversuch, Fehlpass. Johannes Vogtmann, der
2,11 Meter Mann in Reihen der Frankfurter mit den letzten Punkten für die Gäste. 71-42. Ja, über das Ergebnis brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr allzu viel sprechen und philosophieren. Rein sportlich gesehen ist das Ding hier entschieden. Wobei das Ergebnis eines deutlich zeigt. Also Frankfurt ist eigentlich auch punktemäßig dem Kurs, den sie in den meisten Spielen wirklich fahren. Also das sind zwischen 60 und 70 Punkte. Nur sie haben es nicht geschafft, Berlin zu kontrollieren. Und Berlin mit 71 Punkten und jetzt auch mehreren Leichtigkeits- und Flüchtigkeitsfehlern hätte vielleicht auch schon bei 80 stehen können. Also das ist etwas, was Frankfurt heute einfach nicht verstanden hat. Ja, und eins soll man, glaube ich, nicht vergessen an dieser Stelle, dass die Frankfurter es heute mit der besten Offensivmannschaft der Beko Basketball Bundesliga bekommen. Die machen im Schnitt 91, werden sie die erreichen. Jetzt haben sie 71, 42 haben die Frankfurter. Kleine Pause, gleich gibt es das Abschlussviertel hier aus der O2 Worlds in Berlin. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Du bist die Sonne. I love it, cause it's helping me. I love it, cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking. Wer bis zum 30.11. zu Direct Line wechselt, spart. Bis zu 40%. 0800 230 3000 oder auf directline.de. Direct Line. Versichern kann so einfach sein. Ich bin einfach gern beim Testsieger. Partnersuche? Nur bei Parship. Auch wenn es die Konkurrenz nicht hören will. Auf transparo.de können Sie Kfz-Versicherungen vergleichen und jetzt mit dem Testsieger bis zu 850 Euro sparen. Jetzt wechseln und von exklusiven Top-Angeboten profitieren. Transparo. Vergleichen ist gut, Transparo ist besser. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Ein Viertel haben wir noch. In der Partie zwischen Alba Berlin und den Fraport Skyliners aus Frankfurt. Die Gastgeber, die Albatrosse, führen 71-42. Ja, und sie sind jetzt nur noch 10 netto Minuten davon entfernt, ihren nächsten Sieg in der Beko Basketball Bundesliga einzufahren. Konstantin Klein, Devin Gibbs, Fuentes Robertson, Johannes Vogtmann. Frankfurt hat jetzt offensichtlich wieder gewillt, möglichst viel Zeit von der Uhr runterzunehmen und gleichzeitig einen guten Wurf zu finden. So kann es ja funktionieren. Schön ausgespielt, sehr schön. Quantes Robertson mit den letzten Punkten für die Fraport Skyliners. So, zum ersten Mal jetzt auf dem Parkett bei den Albatrossen. Nummer 10, Sebastian Füller. Da Sean Wood. So, 74 haben die Berliner. Eine Frage drängt sich mir auf. Und wenn ich dann schon Experten an meiner Seite habe, schaffen die Berliner die 100? Ja. Okay. Schaffen die Frankfurter die 60? Selbstverständlich. Ja. Ja, das sind schon mal wieder zwei Punkte, die dazukommen. Dion Dowell. Ich sag den macht er. Ja. In Freiburg gibt es noch dazu. Hans Foul geht aufs Konto von Sven Schulze. So, Pause für den Mannschaftskapitän der Berliner. Sven Schulze wird erstmal wieder auf die Bank zurückbeordert. Und für ihn kommt der Topscorer der Berliner zurück, Dion Thompson. Bonusfreiwurf Dion Dow. So, Berliner bleiben im Ballbesitz. Und
war schön zu sehen, mit was für einer Inbrunst Obradovic da draußen noch coacht und Anweisungen gibt. Thompson. So, schwieriger Wurf, Rebound von Dion Dow. Klein. So, den sollte man besser nicht offen lassen, sonst drückt er ab und meistens trifft er. In dem Fall allerdings nicht. Da schauen wir uns. Yassini Bihi. Zach Morley. Bastian Füller. Ja, mutiger Wurf. Gut, dass der Ibihi da ist. Macht die Punkte mit seinem linken Hakenwurf. Yassini Bihi. 76. Das wird. Ja, ich habe dir auch nicht widersprochen. Dion Dow. Gibbs. Foulspiel von Dion Thompson. Ja, deutlich zu bespüren. Die Defensive der Berliner auch nicht längst mehr so intensiv, wie wir das hier über die ersten drei Viertel gesehen haben. Ich denke, die gedankliche Vorbereitung geht so langsam Richtung Chalon. Nächstes Spiel der Berliner in der Euroleague, der Champions League der Basketballer. Nochmals der Hinweis, am kommenden Donnerstag ab 19.55 Uhr der Vertreter aus Frankreich. Chalon gegen Alba Berlin. Sehr wichtiges Spiel. Mit einem Sieg würde man auf jeden Fall Platz 4 halten. Den braucht man unbedingt, um eine Runde weiterzukommen in der Euroleague. Ja, Pascal, wir haben vorhin über die Frankfurter gesprochen, dass das, was die Mannschaft in den letzten Jahren erreicht hat, quasi eine Stufe nach der Stufe weiter nach unten gegangen ist. 2010 waren wir noch im Halbfinale, 2011 Viertelfinale. Ja, und letztes Mal hat man die Playoffs nicht geschafft. Ich glaube, dass es da den ersten großen Umbruch gab. Und aus Frankfurter Sicht ist das auch immer dadurch zu begründen, dass der Hauptsponsor oder der Hauptpartner letztendlich den Club verlassen hat. Und das war der Umbruch oder der Wechsel letztendlich von der Deutschen Bank zu Fraport, der dem Club natürlich so spät auch erst letztendlich, also der neue Partner zur Verfügung stand, dass man den Kader nicht halten konnte. Und das ist eigentlich so ein Merkmal Frankfurter Sicht, wenn man sich so ein bisschen die guten und schlechten Jahre anguckt, da muss man ganz klar sehen, da wo es nicht so gut lief, da gab es immer sehr große Umbrüche auch innerhalb des Clubs zu verzeichnen. Ja, da gab es ja durchaus gute Jahre, 2005, Deutscher Meister. 2004. Oder 2004. Ja. Mit dir. Ja. Ja. Ja, wir waren aber die Zeiten sind vorbei. Bis auf ein Jahr waren wir eigentlich immer in den Playoffs auch richtig. Aber auch das war dadurch zu begründen. Also wir hatten Opel als Hauptpartner und sind dann letztendlich in dem Umbruch gefahren, nach ja. der Meisterschaft zur Deutschen Bank im ersten Jahr direkt auf dem, glaub, 16. Tabellenplatz gelandet. Also das ging relativ schnell. Der Club konnte nicht planen. Das sind alle Leistungsträger so gut wie alle weggegangen, haben den Club verlassen. Also das ist... ja, wie gesagt, etwas, was der Club in dem Sinne oder die Clubführung, sportliche Leitung auch nicht wirklich dann beeinflussen kann. So, ein unsportliches Foul hat es gegeben von Yassin Idbihi. Natürlich wollte er hier diesen Schnellangriff der Frankfurter frühzeitig unterbinden. Die Unparteiischen haben darin allerdings was Unsportliches gesehen. Als zwei Freiwürfe für den, der gefoult wurde. Das ist Dion Dowell. Und dazu kommt dann noch ein Einwurf für die Gäste an der Mittellinie. 6 Minuten 57 Sekunden sind noch zu spielen. Alba führt 78-52. Tja, Dion Dowell, er ist wieder wach geworden. Wird Zeit, dass der Schulz wieder zurückkommt, oder? Ja, na, zumindest. Also die 60 haben sie schon so gut wie sicher. Dion Thompson, heute eher mit einer unauffälligen Vorstellung, aber... heute muss er auch nicht überragend spielen. Das erledigen dann die Kollegen. So, aus dem Airball wird ein Schnellangriff abgeschlossen von Ted Scott. Gut. Ja, im Endeffekt ganz gut auch von Katsurin gemacht, der
ja, stark durchgewechselt hat und dadurch eigentlich seiner Mannschaft ein ganz neues Gesicht gegeben hat. Berlin auch den Eindruck vermittelt hat, okay, es sind alle jungen Spieler auch drin. Jetzt spielt er wieder mit einer ganz starken 5 auf dem Feld, die schon in der Lage sein kann, auch nochmal einen kleinen Lauf hinzulegen, der ja vielleicht sogar zweistellig ist. Und schon ist man doch vielleicht wieder auf 20, auf 15 Punkte ran, wer weiß. Das sind allerdings Schrittfehler von Quantes Robertson, der sich den Ball da in der Endphase dieser Bewegung selbst zupasst. Das geht nicht. Da ist wieder Heiko Schafazik. Und damit darf ich Sie nochmals dazu aufrufen, mitzumachen unter unserer Facebook-Seite www.facebook.com/BKBBL. Wer ist der beste deutsche Aufbauspieler? Pascal Roller hat sich für die Kollegen aus Ulm entschieden, für Per Günther. Vielleicht sind Sie anderer Meinung. Vielleicht ist das Ihrer Meinung nach Heiko Schafazik oder Pascal Roller. Leon Thompson meldet sich dann doch noch mal zu Wort. Alba hat 81 Punkte. Frankfurt 56. Ted Scott. Cedovic. Steven Frankfurt. Schnellangriff Frankfurt. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das Sascha Obradovic anguckt. Der kocht wahrscheinlich innerlich. Ja, ich bin überrascht, auch was das Spiel die letzten paar Minuten für Form angenommen hat, dass Frankfurt noch so leicht agieren kann. Ja, schwieriger Vorwurf von Marius Dolte. Ballbesitz für Heiko Schafazik und die Berliner. Offensiv-Rebound von Cedovic. Foul. Zwei Freiwürfe. noch auf der Uhr. Zwei Freiwürfe für Nihat Cedovic. Dann lass uns vielleicht noch ein bisschen über die beiden deutschen Vertreter in der Euroleague reden. Da haben wir einerseits Alba Berlin. Momentan auf Platz 4 in dieser 6er Gruppe. Dieser vierte Platz berechtigt ja dafür, eine Runde weiterzukommen. Die Bamberger stehen auf einer ähnlichen Position. Auch auf Platz 4. Kommen die beiden weiter? Also zumindest eins möchte ich festhalten, was das Bamberg-Abschneiden bisher angeht. Es ist irgendwie aus meiner Sicht, oder es ist klar zu sehen, dass das Kontinuität für deutsche Teams unheimlich wichtig ist, auch im Kader. Und Bamberg hat leider dieses Jahr in dem Punkt ja, den größten Umbruch seit Jahren letztendlich zu verkraften. Also sie haben berechtigt ganz große Ambitionen, was die Euroleague angeht. Aber ich glaube, dieses Jahr müssen sie da gerade in der Gruppe, in der sie auch agieren müssen, ja, wirklich schauen, es wird unheimlich schwer. Also ich will da wage kaum eine Prognose. Bei Berlin sehe ich das ein bisschen anders. Also sie haben durch den couragierten Anfang vor allem, der ihnen, glaube ich, unheimlich viel Selbstvertrauen und einfach auch gezeigt hat, wir können gewinnen. Also mit dem Sieg in Siena damals auch gezeigt, dass sie dazugehören. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn beide Teams weiterkommen. Aber aus Erfahrung ist das Unterfangen natürlich unheimlich schwer. Ich hoffe, dass Bamberg noch einige Schritte nach vorne machen wird in der Kürze der Zeit. Zu kurzer Dreier von Jonathan Jones. Letzten 4 Minuten laufen. Schafazik. Ja, ich glaube, das gibt nichts mit den 100, ne? Nein, aber 60. Bei den Frankfurtern. Bei den Frankfurtern. So, Steven Monse kommt bei Alba Berlin. Mann mit der Nummer 13. Einwurfseite für die Hauptstädter. Fülle. Medaillas. Schön. Prima abgelegt auf Yassin Idbihi. Ja, das hat natürlich jetzt in Ansätzen schon ein bisschen was von einer Trainingseinheit mit Wurfübung. So selten kommt Yassin Idbihi wahrscheinlich offen nicht zum Wurf. Ja, wobei er sich da sehr schön ohne Ball bewegt hat. Ich glaube, das ist so die hohe Kunst, auch gerade bei den langen Leuten, dass sie sich richtig positionieren. Und Miralles hat es jetzt schon öfter im Spiel gezeigt. Er ist ein guter Passgeber. Also er schaut definitiv auch auf seinen Mitspieler, wenn er den Ball im Low-Post hat. 1 Uhr Frankfurt, 3:35 noch. Dion Daul gegen Miralles. Konstantin Klein, verteidigt von Heiko Schafazik. Gute Hilfe von Ibihi. Frankfurter lassen den Ball laufen. Nehmen möglichst viel Zeit von der 24 Sekunden nur. Ted Scott auf Marius Neunte. Anspiel vielleicht etwas
zu tief. Lange Leute mögen den Ball ja lieber etwas höher fangen, ne? Ja. Da ist Sebastian Fülle. So, da sind die Punkte für Fülle. Und die Zuschauer hier in der O2 World, die finden es natürlich gut, dass der Youngster hier auch punktet für die Albatrosse. Offensivfoul, sehr gut verteidigt. Vorne der Treffer aus der Distanz und hinten das Offensivfoul angenommen von Sebastian Füller. 2:36 noch auf der Uhr. Danilo Bartel kommt noch mal zurück, als auch Devin Gibson bei den Frankfurtern. Schafazek. Wurf aus der Distanz will er nicht. Er macht es dann doch etwas schwieriger. Aber ich denke, das dürfen wir dem Youngster sicherlich zugestehen. Auch für ihn so ein Spiel, ein Lernprozess. Ja, personell will man in Berlin auch nachlegen. Man sucht einen Spieler für die Position des großen Flügelspielers. Natürlich auch aufgrund der Verletzung von Nathan Peavy, der ja sehr, sehr wahrscheinlich im Laufe dieser Saison nicht mehr spielen wird. Brian Randall, sein Stellvertreter, hat sich auch eine Fußverletzung zugezogen. Man weiß auch nicht genau, wann da wieder der Zeitpunkt der Rückkehr kommen wird. Also da ist man auf der Suche nach einem weiteren großen Spieler. Sicherlich auch aufgrund der hohen Belastung der Albatrosse durch nationale Liga und Euroleague. Ja, gerade im Hinblick auf Euroleague, also das ist angesprochen, braucht man auch einfach diesen großen Dreier, Vierer, also großen Flügel, der auf die Power-Forward-Position auch mal gehen kann, also auch mal mit dem Rücken zum Korb spielt. Und ich denke, man sieht es heute auch schon ganz gut. Also wenn man die Physis beider Teams auch vergleicht, Berlin da auch sicherlich eine ganze Ecke weiter als Frankfurt. Schafazek, zu kurz, ein Dreierversuch, aber der Offensiv-Rebound von Steven Monse. Kein Foul, ein Frankfurter zuletzt dran. Einwurf für die Gastgeber, 1:26 noch auf der Uhr. 87 Punkte für Alba Berlin. Ich glaube, die 13 Punkte machen sie jetzt nicht mehr, oder? Bis das ist schwierig. Also ich habe gerade gezuckt bei Heikos Dreierversuch. Wenn der reingefallen wäre, dann vielleicht noch mal so eine letzte Schlussoffensive, aber... Medaillis gegen Daul, Steven Monse, Sven Schulz ist auch wieder dabei. Ja, die spielen sich den Ball hier zu, wie im Training. Nächstes Foul gegen die Gäste. Zwei Freiwürfe für Albert Medaillis. So, wie geht's weiter für die beiden Mannschaften, was die internationalen Verpflichtungen der Berliner betrifft? Das haben wir Ihnen schon zwei, dreimal mit auf den Weg gegeben, aber gerne nochmal. Am kommenden Donnerstag 19:55 Chalon gegen Alba Berlin in der Euroleague. Tja, und in der Beko Basketball Bundesliga geht es dann weiter am kommenden Sonntag, dem 25. November in Bremerhaven. Nächstes Spiel der Frankfurter am Sonntag, den 25. gegen den Vizemeister. Gegen Ulm auch keine leichte Aufgabe. Nein, wobei sicherlich zu Hause doch für Frankfurt wesentlich angenehmer zu spielen als auswärts. Ich glaube schon, dass auch die ganze Atmosphäre, die ganze Halle doch sehr beeindruckt hat, dann noch dezimiert zu sein. Also das war sicherlich schon mal vom Start weg her eine etwas ungünstige Ausgangsposition für die Frankfurter. So, Fehlversuch von Konstantin Klein. Alba mit der Chance, ein paar Pünktchen draufzulegen. Aber für die 100 wird es nun definitiv nicht mehr reichen. 89 sind es. Wer legt was drauf? Ja. 22 Sekunden noch auf der Uhr.
Devin Gibson mit zwei Freiwürfen für die Frankfurter. Ja, das war, glaube ich, die erwartete Niederlage. Deutlich, aber es hätte vielleicht auch noch schlimmer ausfallen können. Wie geht man jetzt mit so einer Niederlage um? Merkt man das sofort ab? Versucht man da irgendwas mitzunehmen? Was macht man da am Geschick?